Hat er jetzt gesagt, wir schaffen die. Nein, 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 ich habe das Gegenteil gesagt. Wo ist mein. Guten Abend. Guten Abend. Was geht ab? Ein Stück. Jo, was geht? Schön notiert. Gut, da wünsche ich ihm viel Glück. Ja, alles klar, danke. So, jetzt zu dem Kollegen. Hallo. Jo. Sind es bei Ihnen auch 10? 5, okay. Nur 5. Dann bräuchte ich einmal den Namen, bitte. Ja, was geht ab? Ich bin in der Nähe der Meeting Point. Rossi hat dir gerade ein Blatt abgestochen. Er hat ein Blatt abgestochen. Ja. Wo ist mein Auto? Ich bin in der Apotheke, komme aus der Apotheke, ist mein Auto weg. Dein Auto? Ja. Ich weiß nicht, wo dein Auto ist. Okay. Vielleicht hat Hillblum den weggesetzt oder so. Okay, vielleicht hat er gleich mit schlafen gegangen oder so, möglich. Ja, habe ich auch gedacht. Komm mal zum Meeting Point. Ja, okay. Okay, bis gleich. Okay. Jetzt reden schon welche von Folieren vom RSQ8 und so ein Scheiß. Egal welches Auto es irgendwann mal werden sollte, ich habe einen Folierer meines Vertrauens, ich werde ihn matt schwarz machen. Och, Maschallah. Und wenn es ein Twingo werden würde, matt schwarz. Xanas Trust, 5 Euro, Dankeschön, vielen lieben Dank. Legionis, Dankeschön für 3 Monate Resub. Lesne, Dankeschön für 4 Monate, vielen Dank für den Resub. Welche Donation sie für. Verlierer ist Vertrauen. Ja, ich kenne da wen, der jemanden kennt. Ist denn hier unten, Alter? Was fährst du jetzt für ein Auto? Ein Citroën DS3. So ein klein. Schon lang. Also. Ist gut. Also, Kleinwagen halt. Ist gut. Blacksmith, danke schön für 2 Monate. Wodka, danke für 4 Monate Resub. Vielen Dank. Gönnt ihr doch euch den Continental GT? Leute, der ist viel zu teuer. Wisst ihr, was der kostet? Das ist nicht wert. Kein AMG? Nein. Schade, dass jeder denkt, jeder Streamer fährt AMG, aber ist nicht so. Ich habe einfach nur einen ganz normalen Kleinwagen. Citroën DS3, Alter. Nix Besonderes. Das bringt mich von A nach B. Da passen Einkäufe rein. Das hier mit teuren Autos aus Gold, keine Ahnung, Rolls-Royce, dies, das, ist nur ein ausgedachter Charakter, der nicht in der echten Welt existiert. Das bin ich nicht. Ich finde Rolls-Royce sogar, ganz ehrlich, ich weiß, Batas würde was anderes sagen, aber ich, Schlo, finde den halt super hässlich. Ich finde den nicht nice. Wenigstens der DS3 Racing in matt, grau, orange. Ne, ich hatte den mal in matt, schwarz mit goldenem Dach, musste ich aber abgeben wegen Schweiz und so. Habe ich nicht durch den Zoll gekriegt. Die wollen das Leasing hier nicht in die Schweiz übernehmen. Also die Deutschen wollten nicht. Und deswegen habe ich mir den hier nochmal geholt, aber nicht in dieser Special-Variante. Damals vor 2,5 Jahren. Läuft jetzt bald auch aus, glaube ich. Halbes Jahr.
Und das war immer bei der Garage komisch, ist ein Bug. Wenn das Auto groß ist, ist dann buggt es. Was macht denn Louis eigentlich schon wieder an der Meeting Point? Nee. Was ist hier generell los? Was geht ab? Hallo. Ah. Was macht ihr hier? Nein, was geht ab? Oh, Rossi hat einen Blatt niedergestochen, weil er fresh wurde. Was geht ab? Fashion. Was geht ab? Keine Ahnung. Nein, das ist nicht. Nummer 86 aus Fluglinie 763. Nein, der hat das nicht verdient hätte. Der hatte das Flugticket noch in der Brusttasche quasi. Was hat er gemacht? Ach. Ich bin hier mit dem Lambo gefahren, er fuhr vor mir, wir sind abgebogen hier an der Meeting Point, ne? Ich wollte ihn überholen, er zieht halt komplett raus nach links, ne? Riesenunfall mit dem schönen 850.000 Dollar Lambo, dann bin ich vielleicht ein bisschen ausgerastet, er ist mit seinem Yo Motherfucker Gangstergehabe auf den Sack gegangen und dann habe ich ihn abgestochen. Wo ist er jetzt? Krankenhaus. Krankenhaus. Warum ist das irgendwer? Warum sind der oder führst du Selbstgespräche raus? Ich glaube, Conny ist der Lambo. Was? Das ist der Unfallwagen. Das war der Lambo von Buffy. Das ist der Lambo von Buffy. Der ist nicht von dem Platz. Was? Der ist von dem Platz. Was? 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 Hallo? Ich verdeutliche einen Moment. Der Lambo ist von Raffi. Der Escalade ist von dem Platz. Warum hast du einen roten Lambo? Weil die Platz weggeschickt wurden. Weil er keinen Geschmack hat. Also dem Platz wurde der Wagen halt quasi. Vier Platz haben dafür angestanden, alle wurden weggeschickt und hat dafür halt gesagt, der macht den rot und fährt damit durch die Platzhut. Dann muss er nur noch mit im Sumpf, dann hat er das perfekte Lambo-Feeling. Aber warum? Warum nicht? Sieht nicht scheiße aus auf der Karre, die Farbe, muss man leider sagen. Ja, aber es denkt doch jeder, sitzt ein Blatt drin, wenn du damit rumfährst. Ja, und ich vermute auch, dass deswegen der Blatt mich ausbremsen wollte, weißt du? Das Ding also, ist halt, ich bin halt hier lang gefahren, wir sind hier an der Meeting Point abgebogen. Der Blatt ist dann hier gerade ausgefahren, ich wollte ihn überholen, er ist komplett nach links rausgezogen, sodass ich in ihn reinfahren musste. Bin hier in den Baum gescheppert und danach hat er noch große Schnauze gehabt. Ne? Vielleicht hat er aber auch das Kennzeichen gesehen. Was war das Kennzeichen? FTB CFFC, das steht für Fuck the Bloods, Crusaders Forever, Forever Crusaders. Ja, das steht da wirklich. Ja. Da denkst du, ich lüge? Und vielleicht bin ich da dezent ein bisschen ausgerastet und dann ging mir sein Gangstergehabe einfach ein bisschen auf den Keks und dann habe ich ihn abgestochen. Und dann kam das FAB noch hier vorbei und hat nochmal irgendwie so ein Blatt zwischen den, der wohl auch mit Gangstergelaber bei den Cops gesnitcht hat oder so. Und dann hat Rabe mal richtig abgelegt. War richtig cool, war lustig. Musste mich überraschen. Ich hab öfter in einem Satz Digga gesagt, als ich jemals sehen konnte. Digga. Digga. Ja, Digga. Digga. Und bei euch so, ruhiger Abend. Ja, ich bin eben aus dem Haus gekommen, dann bin ich zum Casino gefahren, dann bin ich in der Apotheke gewesen und dann bin ich hierhin gefahren. Also ich bin noch nicht länger wie 5 Minuten auf der Straße. Das ist aber in dem Abstand von 1,5 Stunden, musst du dir merken. Ja, ich war lange in der Apotheke, hatte große Schmerzen. Ja, habe ich mitgekriegt. Hast du mir endlich Kuchen mitgebracht? Aus der Apotheke? Was glaubst du, wie ein Kuchen aus der Apotheke schmeckt, Barty? Ist egal. Bestimmt wahrscheinlich nach Hustensaft. Nee, Hustensaftkuchen. Ja, oder aus diesen Warenkuchen, da sehe ich mich. Tabletten, ihr braucht Bonbons. Nicht da zu stehen, ihr könnt den Escalade abschleppen. Aber parken ist richtig und wichtig.
Ja, aber wir müssen auf jeden Fall mit zwei Streifenwagen kommen, weil... Die bösen Crusader sind so ja. Gruppe. Und jetzt wird erstmal gefragt, was ist hier passiert. Wir sind erst ein bisschen verwundert, was hier genau Phase ist. Schönen guten Tag. Ich hab euch doch ein Dispatch geschickt. Ihre Kollegen wissen doch Bescheid. Ja, ich Blatt bin erst seit zwei Minuten im Dienst. Also Blatt hat mich von der Straße abgedrängt mit dem Lambo hier, als ich unterwegs war. Ich bin hier gegen den Baum gekachelt, der ist frech geworden, hab den abgestochen, der ist im Krankenhaus, der Wagen von dem Blatt steht da noch. Mehr Kollegen, bitte. Mehr. Also der Escalade, nicht der ja. Lambo. Okay. Weitere Fragen? Nee, cool. Nee, erstmal nicht, danke. Digga, was das? Digga. Ist Ihnen das gerade echt egal, dass du den abgestochen hast? Ja. Ja. Ist doch nicht deren Problem. Egal, glaube ich. Danke. Blatt weniger ist für die Batz, für die Kopf. Der eine muss jetzt erstmal gerade, muss jetzt erstmal telefonieren. Bots. Für die Bobs. Ich muss dir gleich jemanden zeigen, Digga. Mir? Ja, Digga. Wen denn, Digga? Warum sagt ihr so Digga viel, Digga? Weg sein lassen, Digga. Weiß nicht, Digga. Weiß nicht, Digga. Lass mich nicht so rum, Digga. Wen aber, Digga, zeigen? Lass uns auf jeden Fall gleich mal die Straße wechseln, Digga. Und dann zeige ich dir jemanden, Digga. Hast du ihn gerade, Digga, auf, Digga? Digga zu sagen. Okay, Digga. Digga. Ich schwöre, ich fahr sonst nach Hause. Digga. Warum? Conny. Weil ich das wirklich sehr unangenehm finde. Danke. Wen musst du mir zeigen? Zeig ich dir dann. Ja, dann zeig mir jetzt. Zeig uns den allen. Er hat nicht davon gesprochen, dass ich es nicht schreiben darf. Ich provoziere ihn doch nicht. Aber weil er ja eine Diva ist, lassen wir es sein. Willst du mir jetzt rückwärts ausspreche? Zeigen oder nicht? Komm, wir gehen rüber. Sollen wir mitkommen? Klar. Kann Jax mal dazu telefonieren? Du musst dich nur kurz dahinstellen, wenn sie noch da ist. Du musst du dich verbringst hier übrigens zu viel Zeit, Luis. Du musst dich hier nur gleich kurz hinstellen, wenn sie noch da ist. Aber ich sehe sie gerade nicht mehr. Aber dann wird's lustig. Dann siehst du mal, wie jemand einen Absturz erlebt. What up? Hallo. Was geht ab? What up? Was geht? Hallo? Ne, sie ist nicht mehr da. Schade. Können wir wieder gehen. Schade, ist nicht mehr da. Ne, ich hab grad eben hier die Fox gesehen. Mega Absturz, wie die aussieht. 51 Millionen Tattoos. Und läuft rum wie. Ja. Keine Ahnung. Moment. Und irgendwie hat die mich nicht erkannt. Keine Ahnung. Wir reden von der gleichen. Mhm. Okay. Das ist aber nicht sie. Nein. Hey. Sieht das aus wie Fox? Ich weiß nicht, was die mittlerweile für eine Veränderung durchgemacht hat. Ihre Autos hat die auch schon lila gemacht. Ja, wenn du das siehst, dann gehst du aber steil. Also Abby, die steht erst hier rum. Kannst du kurz zur Seite kommen? Abby? Ja. Digga, das macht mir Angst, der Typ. Abby Fox stand erst hier drum rum die ganze Zeit. Nee, ich wollte Butters ihren Absturz zeigen. Ah, ja. Stand den ganzen Tag heute hier auf der Meeting Point. Das hat er auf die Nase gekriegt von dem Typen. Warum? Wo ist der eigentlich schon wieder? Die meinte, die kommt wieder, oder? Max, ich glaube. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das sehen möchte. Ich glaube nie, dass sie das sehen wollen. Das willst du sehen. Und dann fängst du laut an zu lachen. Ich nehme an, die trägt keinen Anzug mehr. Nein. Ja. Aber erzählt doch überall großherzig, dass sie mit einem Freund in Lilan zusammen ist. Ja. Das raunend gerade, herrlich. Entschuldigung. Ja. Okay, er klingt auch sehr begeistert. Hallo. Der scheiß Lambo da, ne? Macht der eigentlich Hutwache? Ja. Der scheiß Lambo da, ne? Hm? Der wurde halt einfach für 850.000 verkauft. Oh. Im Autohaus. Das ist halt... Puh. Aber irgendwie haben die sich wohl selber gegenseitig hochgeboten, habe ich erfahren. Was ist los? Haben wir nicht irgendeinen Termin eigentlich gleich? Weiß ich, um 21.30 Uhr. Was für ein Termin?
21:30 kommt Stefano. Wir hatten noch einen Termin. Weiß ich nicht. Ich habe aber vergessen. Irgendwas um. Wir müssen nochmal quatschen. Ich auch vergessen. Wir müssen nochmal quatschen wegen den Schlössern von den Kisten, ne? Ja, hab das Passwort vergessen. Das ist nicht cool. Quatschen mal. Okay, cool. Wir haben noch irgendeinen Termin, Luis. Also nicht nur Stefano. Da war noch was anderes. Ja, Laser? Nee, ja, den müssen wir auch noch umbringen, aber noch was anderes. Der ist unser Eigentum. Du hast mir Kuchen versprochen. Der wurde als Kriegsbeute vom Norden an den Süden übergeben. Kann doch nicht einfach unser Eigentum umbringen. Wer ist euer Eigentum? Na, Laser. Der wurde als Kriegsbeute vom Norden an den Süden übergeben. Ach so. Der hat im Namen des Nordens dem Süden den Krieg erklärt. Und als dann die Friedensverhandlungen stattgefunden haben, wurde sich darauf geeinigt, dass der Süden, also die Daltons, um genau zu sein, ist eine Kolonie der Crusader sind und Johnny wurde als Kriegsbeute übergeben. Ja, Daltons aber Problem sind ist, Problem ist, Johnny stand vor Alessio und mir und hat einfach mal komplett quer über uns hergezogen, komplett so. Und Stefano sagte, Alessio wäre schwul mit seinen nach hinten gegelten Haaren und wir wären ja alles nur Idioten und würden meinen, was wir wären. Und das hast die vor euch standen? Ja. Ohne Scheiß. Ich glaube tatsächlich, Alessio ist schwul. Ansonsten hätte der kein Problem damit, wenn man ihn so betitelt. Nein, der ist schwul. Ich habe da ehrlich gesagt kein Problem mit. Ich gehe da jetzt schon eine ganze Weile von aus. Aber ich weiß nicht, warum er da so ein Ding draus macht. Also, nee, ich glaube, deswegen hat er auch so viele Weiber abgeschleppt früher, um das zu kompensieren. Nee, ich glaube nicht, dass er schwul ist. Ich habe den noch nie mit einer Frau gesehen. Ich schon. Hallo. Hey! Ich glaube nicht, dass der schwul ist. Der hatte am Samstag, glaube ich, Frauenbesuch. Wo ist? Vielleicht war es ein Ladyboy. Erinnerst du dich daran, wie viele Frauen wir mit Alessio gesehen haben schon? Außerdem, also, ich kenne halt Homosexuelle, die haben es halt erst recht spät gemerkt, weißt du? Die haben gedacht so, hey, hier Frau, also ich kenne welche, die haben sogar Kinder. Oh, der war aber auch, gerade sagen, gut, der war halt auch mit Olivia zusammen damals, ne? Ja, war er. Ah, ja, meine Güte. Aber ja, Olivia war aber auch eine Hau so, ne? Also. Ich glaube halt einfach, der hat Angst, uns das zu sagen, aber das sollte er nicht haben, denn wir haben fucking 2020 und es ist. Ich schwöre auf alles, also, Teller, sie ist hier gerade Kreise gefahren. Nein, ist er nicht, das ist Jaden Reed. Also, okay. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, er hatte Samstag Frauenbesuch, weil ich bin nämlich dann nochmal aus dem Haus gegangen, weil mir das einfach zu laut war. Und da musste ich gehen. War irgendwie eine Coming-out-Party für Alessio? Ja, also, das hat Moment, nichts mit Frauenbesuch zu tun. Ja, aber ich habe auch dann noch so ein Quieken gehört. Ja, vielleicht hat er Staub gesaugt. Das was hat er gequiekt? Der Staubsauger? Nein. Hängt ein Zettel draußen an der Tür, du sollst nicht reinkommen, wenn ich Staubsauge? Nein. Ich hoffe, ihr habt keinen, wie heißt das, Vorwerk? Immer, wenn der Frau Besuch hat, gehe ich raus. Deswegen bin ich am Samstagabend, also ich bin eigentlich recht früh nach Hause gefahren, aber dann habe ich das da oben mitbekommen und dann bin ich wieder gegangen. Man könnte das ausprobieren. Es gibt so einen alten Staubsauger, der nennt sich Kobold und der hat so einen Propeller vorne am Rohr, weißt du? Oh. Wie gesagt, der ist von Chorwerk, ne? Jawohl. Ja. Was hat ein Propeller am Rohr? Staubsauger. Ja, vorne an dem Griff, da ist ein Propeller drin, damit das besser durchwirbelt wird. Also ich glaube nicht, dass er. Und früher war das so, also die meisten Unfälle mit Staubsaugern, wo dann, das war halt dieser Staubsauger. Und gut, dass wir uns jetzt über Staubsauger unterhalten. Das war dann quasi Matt. Aber guck mal, Ryan, das ist noch gar nicht, das ist ein paar Monate her. Da war irgend so ein Typ, der hat Alessio doch irgendwie komisch angemacht und dann stand Alessio doch vor uns und ist Alessio doch voll ausgerastet, hat seine Rotzange rausgeholt und meinte, denkt ihr, ich bin schwul? Und ist dem noch hinterher und hat den noch zur Sau gemacht. Glaub, ja, weil der irgendwie ein altes Weltbild vor uns vertreten will, weil er denkt, keine Ahnung, wir würden ihn dann irgendwie nicht mehr akzeptieren oder so. Ja, aber wenn es so ist, ne? Ja gut, er ist halt noch altmodisch erzogen worden, jetzt, ne? Jetzt stellt euch mal vor, wo ist das wirklich und dann lebt er das aus. Also ich meine, gleichgeschlechtliche Ehen sind was vollkommen Normales. Machen wir eine Coming-out-Party für Alessio? Ich finde, wir sollten das nicht machen, bevor er sein Coming-out hatte. Ja. Also ich bin der Fan, vielleicht wird er dann auch ein bisschen, dass er nicht schwul ist. Vielleicht wird er da ein bisschen farbenfroher in seiner Kleidung und so. Vielleicht hat er mit den Ladies immer nur so übertrieben, weil er das eigentlich nur aufrechterhalten wollte. Mir ist das ehrlich gesagt scheißegal, worauf er steht. Ich weiß halt nicht, warum das, also...
Ich war nicht für ihn. Ihm das, also. Mir ist das auch egal. Warum redet ihr eigentlich drüber? Weil Stefano gesagt hat, Alessio ist schwul. Und er deswegen sauer war. Ja, Stefano ist ein Vollidiot. Das stimmt. Wer denn jetzt? Johnny oder Alessio? Johnny oder Stefano? Wer war's denn jetzt? Stefano. John, beide, keine Ahnung. John Pano? Was? Okay, fahren wir zurück zum Hof? Nicht? Ja, klar, warum nicht? Okay, cool. Okay. Hast du ein Auto hier? Nein, aber ich könnte eins holen, da drüben ist die Meeting Point. Cool. Dann wünsche ich euch beiden viel Spaß bei eurem Termin oder so und wir sehen uns später. Mach's gut. Könnt ihr unser Eigentum trotzdem heil lassen? So einigermaßen zumindest? Wir wollen den halt umbringen, ne? Wir töten den. Ja, gut. Okay. Tschö. Danke. Ja, okay. Tschüss. Leo. Ja, ich gehe wieder rüber. Ich mach grad Gangpraktikum. Was für Gangpraktikum? Bei dem Baulers. Willst du mich verarschen? Warum? Ich bin in der Hood. Achso. Du machst jetzt auch ein Praktikum. Na, warte mal. Ich verarsche dich jetzt. Bleib an der Kante stehen. What up? Dürfen wir reinkommen? Ja. Ja, ihr dürft in unserer Hood. Kein Problem, Mann. Okay. Danke. Das ist nicht lustig, wenn ich euch verarschen will. Wenn ihr euch selber verarschen, nehmt ihr mir den Gag. Ja, ist ja auch nicht so, als deswegen machen wir es ja. Dass nicht in Spruch kommt. Echt jetzt? Ja, natürlich. Ja, was willst du machen? Willst du dich darüber aufregen? Scheiß drauf. Was macht ihr hier? Chillen, gucken, zugucken. Chillen und gucken, wie die Automaten schnappen. Ross, hat Stress mit dem Platz gehabt. Ich weiß, er hat einen abgestochen. Ja, und abgeschossen. Da guckt man gerne zu. Aber ansonsten halt nix, ist halt ruhig, ne? Ich meine, die Frage kann ich euch auch geben. Was macht ihr hier? Das weiß ich nicht. Ich habe mich mit Louis getroffen. Der war hier. Louis, du bist ziemlich viel hier. Kann das sein? Ich weiß gar nicht, wie er darauf kommt. Das habe ich auch schon gesagt. Ich habe ihm eben gerade gesagt, Louis, du bist zu viel hier. Willst du Purple Schuhe haben? Ja, okay, genug Witze über uns. Ach, guck mal da, wer ist denn, wer ruft mich denn da an? Ja, schön, dass du dich auch wenn die alle aussteigen, springen wir wieder drüber, ne? Ah ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, was unsere Jungs da drüben machen. Von dem ist der Audi. Ist kein Audi. Ist kein Audi. Was ist denn das? 911er. Ja, so ein Obey 9F Cabrio. So. 280 stehen in der Hood. Ich habe gedacht, das wäre die Karre von Red Fox mit den 8,6 Millionen Kilometern. Nee, 20.000 nur. Aha. Ich habe viel Geld wegen dem in den Sand gesetzt. Ich hab schon gehört, der was gewettet draufgefahren hat. Ja, Red Fox schon erzählt. Als der mein Pagani gefahren hat. Hat der mehr Kilometer auf die Karre gemacht, wie 2000. In der ganzen Zeit, seit die Karre existiert. Ja, ich meine, ist halt auch eine verdammt geile Karre, ne? Er war auch richtig motiviert. So. Also ja, aber das ist doch ein fucking Alter. Rumgefahren. Oh, das wird lustig. Ah, nee, das ist der Fake-Audi. Ja, alles gut. War das los, Luis? Rabobi, ihr seid gerade an mir vorbeigefahren, richtig? An der Meeting Point. Könnt ihr nochmal zurückkommen? Ihr müsstet euch mal hinten auf den Meeting Point Parkplatz stellen, unter das Garagendach. Dann kommt gleich jemand. Dann kommt jetzt gleich jemand, der hat sich bei den Aztecas vorgestellt als Kurierfahrer. Keine Fragen, keine Antworten, nichts. Tai legt ihm jetzt einen Würfel hinten rein und will aber die Cops dafür anrufen, dass der mit 20 Kilo Heroin rumdüst. Aber ja, der will halt gucken, ob der redet oder nicht, der Typ. Und wie er sich da rauswinselt. So, ich bin der Empfänger. So, ich stehe ja hier an der Meeting Point. Bring mich bitte um. Hola. Erschieß mich. Bring einfach eine Waffe mit, so groß wie möglich, damit es schnell geht. Oder gib mir eine Todesspritze. Okay, wo bist du? An der Meeting Point. Sieh, ich bin gleich da. Okay, bis gleich. Sieh.
Ja, aber ihr müsst ihn unter Druck setzen. Ja, oder so. Oder so. Ja, ihr müsst euch nur unter das Dach darstellen. Ja, ja, da so unter die Garage. Wir haben Louis verloren, Alessio. Wieso? Ich glaube, der ist jetzt einer von denen. Ja, der hat zu viel Zeit da verbracht, ne? Der hat nicht zu viel Zeit da verbracht, sondern, also ich habe ihm das auch schon gesagt, ne? Und der ist hier mittendrin, der sagt, hey, ich muss dir da hinten wen zeigen und wie die jetzt aussieht und da vorne war spannend, da haben sich gerade welche geprügelt und so weiter. Dann gehen wir zu den Ballers, ich mache einen Witz wegen denen ihrer Hut und die schmeißen den Witz zurück und erzählen, dass Louis doch auch die ganze Zeit hier verbringt. Louis, oh Mann. Ich glaube, wir haben Louis verloren. Meinst du? Ah, dann müssen wir gucken, dass wir ihn zurückbekommen. Ich weiß nur nicht wie. Also ich bin gerade extra ein paar Meter von ihm weggegangen, um mit dir zu reden. Ich weiß nicht, was wir machen sollen, damit der weiß, dass das hier kein guter Umgang für den ist. Hm. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Wir könnten einem extrem viel Geld geben. Nee, dann bringt Louis den um. Wenn wir einen dafür bezahlen, dass er dem einfach die ganze Zeit Scheiße erzählt und dem so richtig auf die Eier geht, damit er weiß, was an der Meeting Point für Leute rumlaufen, dann bringt Louis einfach den Typen um. See. Das ist kein guter Plan. Louis snitcht gerade bei den Cops, weil die Aztecas irgendeinen Typen irgendwo hinbestellen, ruft er die Cops, um da irgendwie zu seinem Vergnügen eine Nummer draus zu machen, wo der dann von der Meeting Point aus da hinten in der Garage irgendwas zugucken kann. Das ist komplettes Meeting Point Verhalten. See? Was machen wir mit dem? Okay, wir müssen, wie macht man das, wenn man so eine Banner aufhängt in die Wohnung, wo derjenige nicht weiß? Intervention. See, das müssen wir machen. Das heißt, wir trommeln viele Leute zusammen, die ihm alle sagen, warum dieses Verhalten scheiße ist, um vielleicht eine Einsicht zu erzielen. See. Eine Intervention für Louis. Aber wen können wir dazu einladen, ist ja die Frage. Die Crusader. Sie wäre eine Option, ja. Dann packen wir die alle in einen Raum, setzen uns alle irgendwo hin, dann holen wir Louis dazu, bitten ihn, sich auch zu setzen und werden mit Engelszungen auf ihn einreden, warum das Verhalten hier scheiße ist. Ja, das könnten wir erstmal probieren. Und ich meine, wenn das nicht hilft, dann könnten wir danach immer noch eine Schocktherapie ansetzen. Ich frag mal Hosse. Hallo. Hast du ein paar Leute, die mit uns eine Intervention für Louis machen würden? Na klar, wofür genau? Wir müssen den wieder auf einen geraden Weg bringen und dem sagen, warum der Meeting Point kein richtiger Umgang für den ist. Die kennen den hier alle mit Vor- und Nachnamen und der ist hier fester Bestandteil. Wann genau möchtest du das machen? Jetzt. Mehr 10 Minuten? Ja, wir brauchen aber auch irgendwie einen Ort, wo wir uns alle hinsetzen können. Ja. Wie wär's mit oben auf dem Casino-Dach da an dem Feuer? Casino-Dach Feuer ist eine gute Idee, da können wir alle sitzen. Dann können wir Louis bitten, sich hinzusetzen. Ja. Warte mal, hier hält gerade ein schwarzes Auto. Ich muss mal kurz meine Waffe in die Hand nehmen. Okay, gib mir so 10 Minuten. Ja, ja. Bis gleich. Bis gleich. Was ist das für ein Hampelmann? Keine Ahnung. Was geht denn hier ab, Alter? Hier ist ich auch, weiß es nicht. Hier ist da irgendwas gerade im Gange. Louis ist hier irgendwie... Hängt ja irgendwie voll in Meeting Point Dingen mit drin. Ja, sieh, dann bringen wir ihn aufs Casino darum machen. Ja, da. Der braucht noch 10 Minuten. Der wird mir ja Bescheid sagen, wenn es soweit ist. Und dann sollen die sich da alle schon mal hinsetzen. Dann nehmen wir Louis mit und sagen ihm, wir müssen was besprechen. Und dann setzen wir uns dazu, bitten ihn sich zu setzen. Und dann kann die Intervention beginnen. Sieh, okay, machen wir so. Ich muss aber mit was Positivem beginnen. So, hey Louis, wir sind Freunde, weil du. Toll bist, bla, weißt du. Dem seine gottverfickte Stimme schon höre, krieg ich Lust, den einfach von dem Motorrad runter zu tasern.
Ah, sehe. Ja, aber hier sind die Dullis halt, ne? Mhm. Die leben hier. Hier ist wie so ein Sammel. Siehst du, was ich sehe? Was? Nee. Na, Luis rennt mit Handy am Ohr wie genau so ein Dulli rum und ist jetzt sensationsgeiermäßig da vorne über dem Ohr gucken. Der macht sich doch selber zum Affen hier. Ich lese mal kurz eine SMS. Sie, ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Sven, danke für 23 Monate Resub. Der Delta, danke für 27. Vielen lieben Dank. Chief of Toon für 6 Monate. Tobias, danke für 20 Monate. Franz Beckmann, 7 Monate. Ich danke dir. Silentware, danke für 32 Monate. Vielen lieben Dank. Lovefold für deinen Prime Sub. TrueSight, danke für 25 Monate. Haltestellen anfassen, Matthias. Ja, ich würde das immer noch nicht machen. Alle halt, guck mal, da sind Keime drauf und so. Deswegen vielen Dank für 5 Subs in die Community. Noob der Erste, danke für 18 Monate. Melle, danke für 26. Chris Cross, danke für 22. Phantom, danke für 6 Monate. Hankex, danke für 12 Monate. Sixus, danke schön für deinen Sub. Herzlich willkommen. Felno, danke schön für 10 Monate. Vielen lieben herzlichen Dank. Danke für den Support. Psycho, danke für 10 Monate Resub. Vielen lieben herzlichen Dank. Danke euch, Chat. Holy fuck. Vielen herzlichen Dank. Ich weiß heute eh nicht mehr, was ich sagen soll. Deswegen einfach nur von ganzem Herzen Dankeschön für eure krasse Unterstützung. Wirklich. Okay, lass mal gucken, ob wir einen Draht zu ihm finden. Sie. Wo ist er denn jetzt? Hier, da. Da vorne steht er, bei dem Bullenauto. Namen. Hallo. Hola. Was ist denn los hier? Könnt ihr uns ganz kurz mal arbeiten lassen? Wer in Träumchen? Wer? Wir mit dem Herrn Brooks, ne? Ja, das bin ich. Aber die nennen mich EK, dann wissen die auch, wer ich bin. Wen? Ja, wie nennen die sich? Was geht ab, EK? Was geht da? Warum? Alles fit? Ja, ich der Einkaufswagen bin. Ja, alles fit. Einkaufswagen ist das. Ja. Einkaufswagen. Okay, gebt ihr uns ganz kurz ein paar Minuten mit dem, das wäre ein Träumchen. Was geht denn hier überhaupt, oder? Wir müssen nicht. Ein Gespräch mit dem Herrn führen. So, ja, macht das. Ein Gespräch. Immer ihr. Ja, hier noch was für den Audi, besser spät ja, als nix. Meld dich einfach gleich bei Okay, danke für 2 Euro. Okay, rein. Yep. Sollen wir uns hübsch anziehen? Ja, bitte. Okay, cool, bis gleich. Nehmt schon mal alle oben Platz, ja, und wir bringen den gleich dahin, sobald du das Code machen wir. Alle sitzt. Okay. Wie gesagt, gib uns ein paar Minuten zum Umziehen. Bis gleich. Ich bin clean, das könnt okay, ihr meine Medizinerin fragen. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass du eventuell doch schwul sein könntest. Wieso diskutiert ihr darüber? Wollt ihr mich verarschen? Weil du so sauer wirst, wenn das einer zu dir sagt. Ja. Ja, weil es einfach gelogen ist. Aber, also, für uns ist das cool. Also, uns ist das scheißegal. Ja, also, mir ist das absolut scheißegal, so. Selbst wenn es so ist. Egal. Wollt ihr mich jetzt verarschen, oder was? Nö. Guck mal, du wirst halt direkt wieder so sauer, weißt du? No, ich bin nicht sauer. Ich frag nur, ob ihr mich verarschen wollt. Nee. Also, das war ja nur eine Frage, also. Seh. Was genau geht da jetzt mit dem Einkaufswagen ab? Was läuft da? Der hat sich bei den Aztekas vorgestellt als Kurier. Keine Fragen, keine Antworten, keine Namen. Aha. Und Tai wollte, dass ich den Empfänger spiele. Und ja, und der wollte, dass dann die Cops den ausquetschen, ob der irgendwelche Namen sagt und sowas. Der will ein neues Berufsfeld für sich finden, sagt Tai. Der ist ja sonst immer mit seinem Einkaufswagen hier rumgedüst und jetzt will er ein neues Berufsfeld haben. Aha. Aber langsam muss ich hier wieder weg. Hier sind mir zu viele Idioten. Die Wallers meinten eben, dass du ganz gerne hier bist, augenscheinlich. Ist halt gelogen, aber okay. Ich bin meistens nur mit Casper oder Bekannten hier. Und? Aber selbst wenn es so wäre, wäre es übrigens abgeschlossen. Aber nicht so richtig verstanden. Was hat er denn gesagt? Wie jedes Mal erwähnt. Ja, da hat er keinen Koks dabei. Oh. Aber er hat natürlich 35 Kilogramm Koks dabei. Ja.
Das wird ziemlich unangenehm für den hinter Gittern. Wer ist Alan? Rivers. Schon das ist ein neuer beim MLB. Neuer Kollege. Rivers. Jo. Korrekt. So wie Cry Me Rivers. Genauso. Exakt. Matter of fact, genauso. Okay. War das dir das jeder bis jetzt gesagt? Der hat nicht mal einen Würfel hinten drin, ne? Bitte? Der hat nicht mal den Würfel hinten drin. Nicht? Ne. Ah ja. Hat er den geklaut? Ja. Ja. Hat er den geklaut? Kann mir irgendeiner sagen, was wir hier gerade tun? Nein, absolut nicht. Keine Ahnung. Nee, ich muss auch langsam hier weg, weil ich verblöde gerade. Ja, ich auch. Ich hab, also ich, mir wurde gesagt, ich bin eben nur hier hingekommen, so, und dann standen da drei Blattautos auf der Straße. Und dann war ich neugierig und bin dahin. Und dann hab ich nur gesehen, dass Rossi da einen niedergestochen hat. Also. Tragisch auf jeden Fall. Ja. Ich bin einfach nur hier hingefahren. Ich fahr hier hin, wir müssen den Sultan hochnehmen. Ich so, okay, keine Ahnung, warum, wieso, was. Jetzt hat er auf einmal Koks. Ja, das ist doch der gleiche, was dir Chase gerade erzählt hat. Ja, das ist. Aber Chase hat keine Ahnung. Okay, gut, wir schleppen das Auto jetzt ab, packen den ins BD und lassen ihn da verschimmeln, okay? Cool. Geil. Nice. Tschö. Du musst so den Digger sagen. Die sind auf diesem Blatt-Ding momentan voll drauf. Die haben eben die Blatts hochgenommen. Shit, was machen wir hier? Ja, see, du bist ja top informiert hier. Ich hätte mit Rabe auch telefoniert, wenn ich am Casino gestanden hätte. Hey Luis, das ist auch nicht schlimm, ne? Also ich meine, Ryan und ja, was denn? Ich halte mich auch gerne hier auf, ist doch kein Problem. Aber was wollt ihr denn jetzt von mir? Soll ich die ganze Zeit am Casino alleine schimmeln, wenn keiner von euch da ist, oder was? So, guck mal, wie schnell, die Wand wie aggressiv der wird, ne? Wir wollen dir nur sagen, dass wir damit kein Problem haben, wenn du hier viel bist, ne? Alles ich chill okay, hier gerne mit, wenn die Casper und so alle dabei sind. Wir akzeptieren dich so, wie du bist. Ja, ist doch kein Problem. Sieh, ne? Also du brauchst dich gar nicht aufregen, das ist für uns vollkommen in Ordnung. Ja, ich reg mich auch nicht auf. Aber ihr macht da wieder ein Drama draus. No. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ne? Ja, jetzt ist doch scheißegal. Das hört so lustig. Ich chill gerne hier, weil ich dann die ganzen Leute verarschen kann. Wenn Casper dabei ist, ist es noch mega lustig. Aber was soll ich machen? Soll ich dann die ganze Zeit am Casino stehen und mit den anderen Türstehern vor der Tür stehen und einfach die ganze Zeit Maul halten? So, oder? Ja, stimmt, das ist natürlich die einzige Alternative. Also entweder man macht das oder man chillt an der Meeting Point. Das stimmt. Ja, oder ich gehe arbeiten. Dann mache ich ein bisschen Stein. Hast du nicht Metall gemacht? Sieh, du bist doch auf der Metallroute unterwegs, oder nicht? Stimmt. Oh Gott, ey. Ey. Aber was ist jetzt hier was ist mit dem Blatt? Wer hat wen abgestochen? Hosse oder was? Hosse hat ein Blatt abgestochen. So, ich kam hier angefahren und da war hier wohl ein Unfall. Dann habe ich nur Schüsse gehört und dann bin ich da hingelaufen. So, und dann hat Hosse gesagt, er hat einen abgestochen, weil er frech wurde und ja. Ist aber halt auch schon eine Provokation, ne? Mit der roten Karre rumzufahren, wo irgendwie draufsteht, fuck Bloods, Crusaders forever Crusaders. So, das, also, keine Ahnung, warum die Bloods so ansaugen. Ja, weil die Crusader gerade wahrscheinlich wieder irgendwo Stress suchen. Rein hypothetisch gesagt. Kann ja sein. Weil sonst würden sie kaum einen roten Lambo fahren mit fuck the Bloods oder so. Okay. Ja gut, aber wir haben jetzt gleich trotzdem einen Termin am Casino. Lass mal dahin. Da hinten stand übrigens gerade Laser, okay. Ne? Okay. Der ist ja auch vorbeigefahren eben gerade mit dem Motorrad. Der doof. Ein bisschen leid, aber ist lustig.
Eieiei. Und schon wieder sind wir am Casino. Yay. Warum sitzt Forziliano da? Hallo, Herr Forziliano. Nee. Luis, setz dich. Oder setz dich da hin. Bevor wir anfangen zu reden. Luis, du weißt, du bist einer meiner allerbesten Freunde. Du bist einer der Personen, die ich nicht nur als Freund, sondern die ich sogar als Familie bezeichnen würde. Oder die ich nicht als Familie bezeichnen würde, sondern wo ich genau das tue. Du weißt, dass du einer der sehr, sehr, sehr wenigen Menschen in meinem Leben bist, für die ich meine Hand ins Feuer legen würde. Egal was passiert. Aber das hier ist eine Intervention. Moment, wait, what? Wird das hier eine Intervention? Das. Sie. Du bist auf deiner Intervention. Setz dich bitte. Wollt ihr mich verarschen? Wofür? Los, wir müssen reden. Warum? Sie, setz dich hin und ganz entspannt, Luis. Dir will keiner was Böses. Wir sind in die Guten da. Ich mach einfach mal den Anfang hierbei und es fällt mir nicht leicht, Luis, und ich weiß, sowas ist immer unangenehm, aber dafür ist eine Intervention da, dass man halt auch einfach über unangenehme Themen offen sprechen kann. Das Problem ist, wir möchten nicht zusehen, dass wir einen Freund und Familienmitglied verlieren. An wen? An einen sehr grausamen Ort. An einen sehr, sehr, sehr grausamen Ort. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Einen sehr grausamen Ort. Luis, uns ist aufgefallen, dass du, ja, schon öfters dich immer wieder dorthin gezogen fühlst. Aber das macht schlimme Dinge mit Menschen. Und wir wollen dir die Augen öffnen und dich davor bewahren, irgendwann einer von denen zu werden. Was, dass dann nur Trottel rumstehen? Exakt. Das weiß ich, deswegen stehe ich da und verarsch die. Ja, aber irgendwann wirst du zu dem, was du verarscht, Luis. Nein, nee, das macht nein! Und das sagt das mache halt ich ab und zu, das mache ich schon seit 2,5 Jahren mit Casper zusammen, immer irgendwann mal an der Mietung und die Leute verarschen. Siehst du, und das ist das Problem, der Trottel hat dich in seinen Bann gezogen. Ne? Ja, dass du jetzt da natürlich voreingekommen bist, ist klar, aber trotzdem. Wie oft warst du in der letzten Woche da? Einmal. Einmal mit Wenn ich du wäre und einmal nach dem Aztecas Palace Ding so. Diese Woche, jetzt heute, Montag, erstmal. Viermal, heute fünfmal an den letzten 8 Tagen. Was, wieso fünfmal? Hast du eine Meise? Naja, viermal plus gestern plus heute. Wie viermal? Na, du hast gesagt dreimal plus gestern und zweimal habe ich gesagt. Einmal bei Wenn ich du wäre, einmal nach dem Aztecas Palace Abend und heute einmal. Also dreimal bei mir. Mhm. Also verbringst du die Hälfte deiner Woche an der Meeting Point. Wir wollen dich nicht verlieren, Luis. Wir wollen nicht, dass du einer von denen wirst. Werde ich schon nicht, keine Angst. Aber ich stehe aber auch nicht stundenlang am Casino und guck mir die Wand an. Jeder von denen wird wahrscheinlich genau das sagen, was du sagst. Hey, ich stehe nur da und guck mir die anderen Trottel an. Genau das werden die Ballers auch sagen. Die werden dastehen und sagen, hey, wir gucken uns ja nur die anderen Trottel an. Und die anderen Trottel werden sagen, hey, wir gucken uns ja nur die anderen Trottel an.
Und am Ende des Tages sieht man alles als Großes und Ganzes und betrachtet alles als großen ganzen Trottelhaufen. Und wir glauben, dass du dir damit einfach selber keinen Gefallen tust. Und davor wollen wir dich bewahren. Okay, dann gib mir eine Alternative, was ich machen kann, wenn ihr alle nicht da seid. Wir sind ja nicht für deine Zeitplanung verantwortlich. Ja, dann kann ich doch machen, was ich will. Du kannst selbstverständlich machen, was du willst. Wir wollen dir nur geschossen als Freunde sagen, dass wir uns Sorgen um dich machen. Wir haben Angst, dich zu verlieren, Louis. Warum sitzt Roste dann hier? Wurde gezwungen. Also du befindest dich momentan in der Phase der Verleugnung. Du willst nicht wahrhaben, dass das momentan bergab geht. Hä? Mhm. Ich glaube, aktuell ist es 3-mal pro Woche. Irgendwann wird es 4-mal, irgendwann 5-mal. Und irgendwann stehst du da jeden Abend. Und dann bist du nicht mehr der, der vorbeifährt und sagt, guck mal, da stehen die Trottel, sondern dann bist du der, an dem man vorbeifährt und sagt, guck mal, da stehen die Trottel. Und dann hast du ein neues Umfeld und neue Freunde. Und das ist einfach, glaube ich, das, wovor hier alle so große Angst haben. Außer Rossi. Auch Rossi ein bisschen. Im Endeffekt hat er auch Angst, dass du einer von denen wirst. Das glaube ich nicht. Du bist halt derjenige, der sonst da drüber steht. Du bist derjenige, der mit uns sich genau darüber lustig macht. Und wenn wir irgendwelche Dinge hören, dann bist du mit uns einer der Ersten, der sagt, ah, das ist doch nur dummes Meeting-Point-Gelaber. Sowas kann sich doch nur in einem Meeting-Point zugetragen haben. Das kommt doch von einem Meeting-Point. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Der Ort, weißt du, den wir immer gemieden haben. Ja. Weißt du, was die Meeting-Point mit Leuten anstellt, Louis? Was denn? Du kennst Red Fox, ja? Du weißt, dass Red Fox so ziemlich der beste Boxer in der ganzen Stadt ist, ne? Ja. Letztens war ich in einem Meeting Point und Red Fox hat sich wie ein Idiot verhalten, ne? Und dann habe ich mich mit ihm geprügelt und ich habe ihn platt gemacht, ne? Weil er so abgebaut hat, weil er so viel Zeit in einem Meeting Point verbringt, ne? Ich habe Red Fox verprügelt, ne? Also Glückwunsch. Mit Leichtigkeit. Das ist ein körperlicher und geistiger Verfall, der da einsetzt und du merkst es nicht, Louis, ne? Okay. Stell dir mal vor, du wirst wie Flo. Moment, willst du mich gerade mit dem vergleichen? Nein, aktuell noch nicht, aber stell dir vor, du wirst so wie er. Dann ist das Einzige, was dein Lebensinhalt ist, Meeting Point, deine Straße und Autos. Du ziehst dich sogar schon ein bisschen an wie Flo. Wir wollen dich einfach behalten, Louis. Willst du mich verarschen? Ich zieh mich an wie Flo? Bist du doof? Ich lauf seit Jahren schon so rum. Weißt du noch damals, als du die Grove aufgegeben hast? Ah. Du hast dich dafür was entschieden, ne? Ja. Für einen Anzug. Ja, bei 30 Grad ist mir ja ein Anzug aber zu. Schönen guten Tag. Ja, wir hatten ja einen Termin. Weißt du, wie lange ich dich nicht mehr im Anzug gesehen habe? Ich bin am Casino. Ich wirst du auch nicht im Anzug sehen. Komm aufs Dach. Ja, okay. Ja, bis gleich. Heute hast du noch Modegeschmack. Stell dir mal vor, morgen kombinierst du Gelb mit Babyblau. Da würde ich mich von der Brücke springen. Ich glaube, ich trage öfter Anzüge als du in letzter Zeit. Siehst du? Und genau das ist der Punkt. Stell dir vor, eines Tages stehst du auf, gehst wieder an den Meeting Point und denkst so, boah, ich zieh mich mal schnell um, ist gerade langweilig. Ziehst dir Babyblau und Gelb an, stellst fest, wachst auf, was dir gerade passiert ist und bringst dich um. Dann haben wir dich verloren. Kurzer Break gerade. Jetzt sag mir nicht, die nehmen da jetzt auch noch dran teil. Bist du doof? Punio. Selbstverständlich nicht. Rutsch mal kurz, Alessia. Sie. Hola. Guten Tag. Guten Abend zusammen. Hallo. Geht. Ein, zwei Leute von mir dabei. Ich hoffe mal, das ist jetzt kein Problem. Ein, zwei Leute von dir, aber Punio hat keinen Schal an. Ja. Wer ist er?
Also ich könnte den dekorativerweise anziehen, aber ich bezuge den... Das ist einmal... Ist nicht immer anzuhaben. Das ist Sammy, Kamanjason, und das ist Davuds Bruder. Hallo. Quasi, also auch ein... Also... Ja, ist ein Lodger. Ja, ja. Hey. Okay. Ist ganz schön hell dafür, dass er sein Bruder ist. Hast du was für mich? Was hast du eigentlich für Augen? Du siehst aus wie eine Schlange. Ist auch. Okay. Hast du was für mich dabei, Vasan? Ja, hab ich. Und ja, ich hab das Geld dabei. Mhm. Und ja, weil das Ganze halt so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ungünstig gelaufen ist, hätte ich vielleicht noch was, was ich als Entschädigung drauflegen kann. Was denn? Wenn's Geld ist, Spaß dir. Ja, nö, Geld nicht, weil, also ich sehe, also ich weiß, also ich habe immer bei Alessio und Luis was gesehen und ich dachte, vielleicht haben sie Interesse an sowas hier. Ein Mann, der seine Schulden begleicht, würde ich sagen. Sicher. Ja, ja. Damit kann man arbeiten. Ja, und ich dachte mir, ich habe da jetzt aktuell nicht so viel Verwendung für und um das wieder gerade zu rücken in unser Verhältnis, würde ich Ihnen das senken, ja. Okay. Machen wir so. Okay. Ja. Dann machen wir ein Metapony und machen wir kein Auge auf den Koffer. Ja, und die können sich das nehmen. Was geht hier? Warte, das kriegt ein Geschenk. Ach, du zahlst? Hat er. Ja, ja, natürlich. Yep, yep, wie viel? 200. 250 war der Preis. Ach so. 10. Ja, da muss ich noch 50.000 kurz holen. Ja, einen Moment. Das kleine Schlitzohr. Ja, der versucht mich um 50.000 zu bescheißen. Nein, nein, das wird der niemals machen. Jimmy, das war deine Idee, oder nicht? Ach, auf gar keinen Fall. Aber ich bin trotzdem verdammt enttäuscht von euch, Leute. Von uns? Von uns? Ja. Wieso? Ja, guck mal, ne, ihr seid doch voll reich, ne? Und dann habt ihr gestern Mutamba seid mit dem Restaurant gefahren, habt dem schön Taube zu essen gegeben und so. Und uns habt ihr einfach da stehen lassen, wie die letzten Vollidioten. Wir haben auch Hunger. Essen? Ja, auf jeden Fall. Hab ich noch nie gemacht. Das heißt, du bist enttäuscht, weil du kriegst aber nicht das gleiche gekriegt hast wie Mutamba gestern. Ja, ihr habt den schön zum Essen eingeladen. Restaurant über den Wolken, hat der gesagt. Okay, was mit dir, Schlangengesicht? Möchtest du auch? Hört sich schon lecker an, ne? Ja, ja. Taube, bestimmt voll krass. Wir klären das gleich mit Wasser. Okay. Was mit dir, Pune? Möchtest du auch? Sieht so aus, als ob ich taub esse. Okay. Das ist bestimmt wie Hühnchen, Punyo. Ja, ich esse auch kein Hühnchen. Das ist bestimmt eine Delikatesse. Das ist bestimmt so ein 7-Sterne-Restaurant gewesen. Also, die 200... Ja, was denn? Was ist mit dem Geld? Sag mir nicht, du hast es nicht. Doch, ich hab das Geld, aber okay. Also 200.000 war der Deal und 250 war ja, wenn alle geliefert werden, aber ist jetzt mir, also ist jetzt, sag ich doch 50.000, ist mir am Ende. Keine Ahnung, ich hab das nicht gemacht. Ja, nehmen Sie ruhig. Das bezahlt, ne? Das Ding ist, damit wird unsere Gegenleistung dann ausgeführt. Was heißt das? Naja, was wird ausgeführt? Ein Deal ist ein Deal. Du zahlst, wir liefern. Also. Was? Ja, yeah, also. Der will doch gar nicht mehr. Macht keinen Sinn rein. Alles gut. Passt jetzt so. Die Nummer ist vom Tisch. Sind wir uns einig? Nee, wir haben noch ein anderes Problem. Ja. Deine Jungs und gerade Jamie ist enttäuscht von uns. Das denn? Er hat gesagt, er ist enttäuscht von uns, weil er gestern nicht mit Taube essen durfte und einfach da rumstand. Und ich habe ihn gefragt, ob er das gleiche haben möchte, was bei dir gestern, und er ist sich sicher, dass er das möchte. Er ist enttäuscht, dass er nicht dabei gewesen ist.
Mhm. Immer kriegst du die guten Sachen ab, Mutter, aber immer du. Ja, nee, also... Ja, wir müssen immer Scheiße fressen und du kriegst Taube, 7-Sterne-Menü, ja. Scheiße. Ja, das ja. war... Das hast du denen erzählt, dass du Tauben gegessen hast? Ja, ich... Ja, also... Ja, so ungefähr so, die haben halt gefragt, wo ich war. Mir ist halt nichts anderes eingefallen in dem Moment. Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt mit Jimmy, also und mit Schlangengesicht? Also, wenn die wollen, dann... Wir hätten kein Problem damit. Jetzt gönn uns doch auch mal Mutamba. Ich meine, wenn die sich das wünschen... Was... Nee, also ich glaube, ihr mögt das nicht. Glaubt mir, das ist echt eklig. Also das war... Also das... Nein, das war natürlich ein gutes Restaurant, aber es war halt... Also... Das, ja, das ist bestimmt nichts für euch. So, aber ja. Du hast gestern doch gesagt, das war voll lecker. Ja, richtig. Und ja, du hast den Teller hinfallen lassen. Ja, und du hast dich bematscht, weil du dein Schlapperletze nicht anhattest. Ja, deswegen, also ich glaube, das ist nichts für euch. Das ist doch das für die heiße Zeit. So ein Nichtsgönner. Ja, also wenn. Sagst du damit, sie sind nicht gehoben genug, um den Geschmack von Taube zu wertschätzen? Ist halt echt so. Genau das, was er gesagt hat. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, so, ne? Also. Also ich würde es euch nicht empfehlen. Aber es steht euch frei, also, ja, also, ey, Jamie, Taube ist unfassbar lecker, Alter. Jamie, ja, das nächste Mal können wir doch einfach mitgenommen werden, wenn es wieder Taube gibt oder was anderes Extravagantes. Kein Problem. Ja, das wäre nett. Mal kurz anmerken. Ihr seid herzlich eingeladen. Und solltet ihr mal ganz alleine kommen wollen und das nachholen quasi, weil er jetzt schon hatte, kommt einfach vorbei, sagt einfach Bescheid. So auf Undercover. Sollen wir morgen machen, Jamie? Ja, auf jeden Fall. Geil. Ich esse extra kein Mittag. Gut, dann sind wir quitt, Wasser an. Yep. In Zukunft läuft das wieder anständig, denke ich. Yep. Kleines Däubchen, ne? Ja. Ja. Okay, perfekt, haben wir das geklärt. Yep. Tschö, Wasser an. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Macht's gut. Bis dann, haut rein. Tschüss. Elias ist wach. Okay, was bedeutet Taube essen? Er war unsere Tontaube. Wir haben den vom Berg geschmissen mit einem Fallschirm und er hatte eine 50-50 Chance zu überleben. Wenn wir den Fallschirm treffen, während er gerade am Runtersegeln ist, stirbt er. Und wenn wir den Fallschirm nicht treffen, bleibt er am Leben. Das ist unser neues Hobby, ja. Ernsthaft? Ja. Tontaube. Ihr seid schlechte Menschen. Er ist oben runtergesprungen und wir haben alle drei draufgeschossen, aber... Ja. Mit Stefano haben wir das gestern auch gemacht. Nur, dass er nicht mit dem Fallschirm geflogen ist, sondern er ist den Berg runtergekullert. Ja. Alter. Er hat den Fallschirm nicht aufgekriegt. Ist einfach in die Schlucht gesprungen. Lawine schießen, quasi. Also deswegen Taube essen über den Wolken und so, was er gesagt hat, ne? Ja. Da hat er ihn halt nicht erzählt, ne? Das ist aber... Da hat er wieder einen auf cool gemacht, dass er mit uns essen war, verkauft er den das, ja? Aber dabei ist er da runtergesprungen und hat geschrien wie Mädchen und um sein Leben gebangt, weil wir alle auf den Fallschirm geschossen haben. Kreativ ist er. Haben auch auf ihn geschossen. Ja, sie. Nein, nur ihr. Musste ein bisschen Spannung her, ne? Sonst nimmt er das ja nicht für ernst, wenn die Kugeln ihn nicht direkt um die Ohren fliegen. Ja, so wird ja langweilig dann. Jedenfalls hat er jetzt die richtige Wumme dafür mitgebracht. Am nächsten Mal triffst du. Voll cool, jetzt haben wir alle eine. Habt ihr das Ding für 200.000 Gegenwert angekauft? Nein. No. Weil er meinte irgendwas mit 200.000? Hat der uns gegeben. Sie, plus das Ding. 250.000 hat er uns gegeben. Warum? Naja, den Auftrag, den du abgelehnt hast, hat er einen Tag später gecancelt. So, und deswegen, weil wir ja da schon mit drin waren und schon was arrangiert hatten, musste der uns das halt bezahlen. Deal ist Deal, der muss bezahlt werden. Ihr seid schlechte Menschen. Und weil der den abgesagt hat und man bei uns keine Deals absagt, ist er, weil er die Tontaube. Ja, und deswegen muss er zahlen. Dass wir das abgelehnt haben. Plus die Shotgun. Naja, das wäre jetzt innerhalb von einem Tag 125.000 gewesen, ne? Ja. Also easy Schnapp fürs Nix-Tun am Ende des Tages, ne? Da habe ich lieber nichts damit mit der ganzen Kiste zu tun und keine 125.000, ne? Ach, sieh. Das muss ja jeder dann am Ende für sich selber. Ja, wir mussten dem auch mal ein bisschen klar machen, wie der wo seine Position ist. Der hat unser Verhältnis wohl scheinbar für zu gut gesehen. Kommen wir zurück zum Thema. Louis, wie lange hattest du keinen Anzug mehr an? Lange.
Ich will doch keinen anziehen, warum? Das ist mir auch schon negativ aufgefallen. Weil mir Anzüge einfach nicht stehen. Doch, doch, doch. Du hast gesagt, dir steht alles. Ja, aber wenn ich mich in einem Anzug nicht wohlfühle, dann zieh doch keinen Anzug an. Weißt du noch damals, als du zu mir gekommen bist und ich dir gesagt habe, boah, Luis, irgendwann ziehst du dir einen Anzug an. Weißt du noch, wie du im Anzug vor mir standest, bei mir am Haus? Ja, und ich habe mich unwohl gefühlt. Unerwartet standst du da, stolz wie Oscar, dass du das Ganze hinter dir gelassen hast, dass du jetzt einen Anzug trägst und als ich die voller, Frau verlassen habe, hatte ich keinen Anzug an. Voller Vorfreude, was auf dich zukommt. Was ist jetzt aus dir geworden? Schlabberlook und Meeting Point. Also, ganz ehrlich, das ist ein ganz schöner Abstieg, Mann. Ja, sehe ich auch so. Bin richtig runtergekommen. Windig! Windig! Wir sind halt auf dem Dach, da kann doch mal ein Wind gehen. Sieh. Bin halt. Ja, ist wieder besser. Ich bin halt runtergekommen. Was wolltest du sagen, Alessio? Guck mal. Windig! Alessio? Luis? Irgendwer? Ah. Ryan? Ah. Ey, Leo, ich glaube, du hast Glut auf deiner Schulter. What? Ist aus. Das macht das gute Jackett. Vielen Dank, Sorix, für 6 Monate Resub. Sebi, dankeschön für 42 Monate Resub. Vielen Dank, Chasey, für 23. Kroate, danke für 5 Subs in die Community. Duster, danke für 10 Monate Resub. Peter Schork, danke für 7 Monate. So? KSQ, danke für 4 Monate. Raver, danke für 4. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke für euren Support. Jetzt sind die alle in der Apotheke. Und ich steck mir mal kurz eine Zigarette an. Bin dich! Bruder, ich glaube, da ist ein Niklas am Server, Alter. Okay, nutzen wir die Zeit, Chat. Gehen wir ganz kurz Pipi machen, Nolans was zu trinken, eine rauchen. Wenn ihr nicht raucht, macht's auch nicht. Ist dumm, macht keinen Sinn. Und in 2 Minuten geht's weiter, wenn die anderen aus der Apotheke zurück sind und wir uns wieder unterhalten können in-game. Luis ist richtig abgefuckt, oder? Tut mir ein bisschen leid, aber witzig ist es. Komm, es ist ein bisschen witzig, oder nicht? Alter, ich muss wirklich, Chat, ich muss pinkeln wie ein Elch, ne? Vielen Dank, Daniel Oss, für 5 Monate Resub. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sebi, 42. Habe ich es nicht gerade schon gesagt? Also manchmal, ne? Ich brauche echt irgendwas für Sauerstoff im Gehirn oder so. Darf ich der Bar den Gesellschaft was zuerst mal zu trinken anbieten? James ist einfach König, Alter. James ist einfach König. Lass laufen, nee, Show. Ja, aber doch nicht hier. Vielen Dank, Sticky, für 14 Monate. Vielen, vielen herzlichen Dank. So, wir nutzen ganz schnell die Zeit. Ganz schnell, Pipi, ich beeil mich. Ich mach Turbo-Zigarette und Turbo-Pipi. Macht auch Turbo-Pipi. Gleich wieder hier, 2 Minuten.
Ja, jetzt bin ich wieder für euch da. Nee, Mule momentan gerade nicht. Ich hatte ja vorhin angerufen, aber dann haben mich gleich 10 andere Leute angerufen. Tut mir leid. Schade, gell? Und... ja. Weiß ich. Weiß ich seit dem ersten Tag, aber danke. Weiß ich, danke. Du willst... ja. Du willst nicht wissen, wird einfach angerufen, es wird Madbikes vom Shop gesagt und aufgelegt. Okay. Willst du noch was sagen? Da ist auch richtig verstehen. Okay. Okay, gut. Habt ihr generell schon Interesse an Tasern? Momentan krieg ich also Freundschaftspreis, weil dann mache ich kein Plus, kein Minus, 15. Ja, 15 kriege ich nämlich immer massig eigentlich ran, deswegen. Ich versuche schon immer runter zu drücken, aber ja. Ich habe Leo, glaube ich, noch nie in einem Anzug gesehen. Weiß ich nicht. Die Schuhe passen halt null dazu. Yeah. Ich höre Leo, aber ich kann ihn nicht sehen. Ah. Ist Leo gerade bei uns? Oh, wie kann man so sein? Oh, wie kann man so sein? Wie kann man so sein? Und wenn dann irgendwer von euch drüben will, falls ihr nicht so viel einkaufen wollt, sagt Bescheid, gell? Hi, ich sag auch mal, wenn ich mal wieder günstiger krieg. Jetzt Alessio. Ja, auch ganz gut. So. Der 9., 3 Monate, dankeschön. Pat Daniels, dankeschön für 2 Subs in die Community und für 5 Subs in die Community. Hast du noch einen Taser oder hast du noch? Und nochmal für 5 Subs in die Community. Hä, hast du 12? Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Baumgarten, danke für 19 Monate. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön für den Support. Ich habe meine Zigaretten vergessen eben unten. Krieg gleich Lieferung wieder. Perfekt. Also alle da außer Luis, oder was? Ich bin da unten, das Päckchen abholen. Hi. Ja. Alles klar. Also ich finde, bisher läuft es ziemlich gut, oder? Was meint ihr so? Ich glaube, geht so. Er ist immer noch in der Phase der Verleumdung. Ja, aber wir sollten den Bogen auch nicht überspannen. Wir sollten ihm gleich sagen, dass wir ihn lieb haben und jetzt hier mal auflösen. Aber ich dachte, man darf nicht lügen. Reiß dich zusammen, José. Was denn? Was, Terix, danke für 13 Monate, vielen Dank. Willst du auch 18 Monate, dankeschön. Also, ich finde das so gut, ne, weil ich kann mich noch an ein Gespräch eben vor, bevor wir hingefahren sind, erinnern, ja? Und das ist so hart eigene Medizin gerade. Was meinst du? Boah, sagt Alessio, das ist doch nicht schlimm, du kannst ja das zugeben, du brauchst dich gar nicht aufregen. Das wäre für uns vollkommen in Ordnung. Mhm. Hat das schon dein Account? Bin ich! Alessio? Sie bitte? Hattest du dein Coming Out? No, was für ein Blödsinn, wer erzählt das? Ach so, ich dachte,
Noch nicht gratulieren. Wieso denn gratulieren? Kostet, du warst selbst. Du bist lang genug da und kennst mich lang genug, um zu wissen. Ich krieg ja auch jeder sein Fett weg. Ja, den von Olivia, also das, da kann man keinen Vorwurf draus machen, wenn man danach umgedreht wird. Ne? Ja, das ist halt Ewigkeit her. Hä, hey, warte mal, hattest du. Warte mal. Ernsthaft? Bitte? Was? Warst du mit der. Ja, mit der Matratze von Los Santos. Ich hab viel davon gehört. Ich hab sie zur Matratze gemacht, die war der Erste. Bestimmt. Ja, sie. War okay. Auch so. Das hat sie den anderen bestimmt auch gesagt. Kann sein. Und selbst wenn nicht, dann ist das auch so. Ist doch egal. In welche Apotheke ist Luis hingefahren? Ich glaube, der hat die Beine in die Hand genommen. Der hat sich aus der Apotheke aus... Warte, ich schicke jemanden ob ich, vorbei, ob da ein Meeting Point steht. Also, ich würde gerne mit Jamie essen gehen noch tatsächlich. Habe ich schon eine Telefonnummer? Hat, ja, einer, hat einer von euch von Jamie eine Nummer? No, ich bin dagegen. Warum? Ja, dann ist es nichts Besonderes mehr, wenn wir das jetzt mit jedem Dulli einfach machen. Das soll ja auch so eine gewisse Wirkung erzielen. Stefano hat gleich seinen Termin, oder? Was geht? Sie. Sag mal, seid ihr noch an der Meeting Point? Guck mal, ob der überlebt hat. Ist Louis zufällig da? 7 Minuten hat er noch. Sicher? So machen okay. Wir mal die Summe glatt. Danke, bis dann. Hauding, Alter, danke schön für 31 Euro 10. Vielen herzlichen Dank. Wen hast du angerufen, wer da ist? Einen von den Ballers. Oh, Scheiße. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ich dachte, einen von deinen Leuten hätten wir die Intervention direkt bei dir am Hof weitermachen können. Nee, ich bin vorhin auch zu den Ballers gegangen, nachdem ich den Blatt abgestochen habe und habe gesagt, sorry, dass ich das in Ordnung habe. Daniel, 2 Monate, dankeschön. Black Gary, danke für 27 Monate. Vielen Dank. Was haben die gesagt? Wir haben die 7000 nochmal geknackt, gelacht, Chat. Mich einen Arschloch genannt. Aber vielen du hast herzlichen Dank. Schon mal einen abgestochen, oder nicht? Von dem Blatt? Nein. Nein? Wir tun ja auf die Schnauze gehauen und haben uns geprügelt. So. Dankeschön, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja. Danke euch. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Was hast du danach gemacht? Nachdem ich Junior verprügelt habe? Nee, nachdem du den abgestochen hast. Hauding, 5 Subs, dankeschön, vielen, vielen herzlichen Dank. Haben wir auch geschossen, weil er weggerannt ist. Übertreibt nicht, Leute, ihr wisst, bei 8000 Subs gibt's Special, okay. Ne? Stream nicht. Eieiei. Noob-Spieler, danke kurz für den Kurz vorher haben wir ein Auto von denen gekauft. Meinst du, da kommt was? Keine Ahnung, hoffentlich. Juckt mir ja nicht. Von dem Platz, ich kann es mir kaum vorstellen, tatsächlich. Ah, so wenig sind die nicht, tatsächlich. Die sind gut aufgestellt aktuell. Ja, ja, darum geht's nicht. Ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen. Also oder ich krieg's natürlich nicht mit, das kann halt auch sein. Aber die wirken nicht so konfliktfreudig. Ja, die Platz solltest du nicht unterschätzen, ne? Aber niemand kriegt die zurzeit mit. Das Einzige, wann du die siehst, sonntags am Autohaus. Also die ansonsten sind siehst viele, du nichts von den ja, Platz. Du siehst auch viele Autos von denen und sowas, aber keine Ahnung, was die den ganzen Tag machen. Ich sag dir das, wie es ist, ne? Also ich glaube, die Platz wären eine der Gruppierungen, mit denen ich am wenigsten gerne Beef hätte. Das macht aber nicht den Anschein, nachdem du einen von denen abgestochen hast und mit dem roten Auto durch die Gegend fährst. Ja, das ist auf ja auf dem das Kennzeichen steht, fuck Platz, Crusaders forever, forever Crusaders. Fuck the Platz, bitte, ja. Da auch mal danke für 6 Monate Resub, vielen Dank. Das ist ja ein bisschen kryptisch. Das ist halt das Raffis Auto. Das ist halt Raffis Auto. Ich bin halt nur Probefahrt gefahren und der hat mich dann von der Straße abgedrängt. Ne? Hab ich auch nichts für. Ja. Was ist eigentlich, Situation? Was ist eigentlich aus den anderen Blatz geworden, die mit dem Blatzkrieg hatten, weil es 2 Blatz gab? Die sind weg. Die sind jetzt ein Freundeskreis, wo sich die restlichen 2 Überbleibsel mit ein paar anderen in einem grauen Hemd an der Hand packen und total süß und handsam sind. Das außerdem ist super komisch, weil wir sind nämlich noch dahin gegangen und das waren somit die erste neu gegründete Gruppierung, wo wir gesagt haben, okay krass, also die packen auch wirklich ein bisschen Eier auf den Tisch und so. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Ich hatte keine Berührungspunkte mit denen, kann ich nichts zu sagen. Keine Ahnung. Nee, das Ding ist halt,
Also mir ist es in dem Moment einfach egal, wenn ich gerade im Rage bin, dann bin ich halt im Rage, weißt du? Dann kann da der Papst Johannes Paul II. Von den Toten wieder auferstehen und vor mir stehen, ich steck den ab, wenn er mir auf den Sack geht, weißt du? Aber das muss ich dir ja nicht erklären, du scheißt ja auch auf alles, wenn irgendjemand vor dir steht, der dir gerade auf den Sack geht, weißt du? Der ist allerdings auch schon tot, der Papst, den du gerade genannt hast. Ja, deswegen habe ich doch gesagt, wenn er von den Toten wieder aufersteht und vor mir steht. Habe ich dir nicht zugehört? Ja, siehst du. Ja. Ja, schauen wir mal, was da jetzt kommt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, die jetzt einfach so runterschlucken. Schauen wir mal. Ich werde das Feuerwerk ja hören, wenn es bei euch im Hof ist. Piu, piu, so wie wir immer, wenn ihr im Casino schießt und dann plötzlich 300 Crusader hier stehen. Ja. Nee, also eine vollständige Eskalation kann ich mir tatsächlich eher weniger vorstellen, weil es ja kein Konflikt Platz gegen Crusaders war, sondern Hosse gegen den anderen Typen, dessen Name so unwichtig ist, dass ich ihn mir nicht mal merken würde, wenn ich ihn kennen würde. Aber mal schauen, was das so gibt. Ja. Hat sich los verlaufen? Weiß ich nicht. Was sieht, da bin ich mal gespannt. Ich weiß schon, dass alles... so, das ist eigentlich immer... so, Eskalationslevel ist eigentlich vorprogrammiert, wenn sowas passiert, ne? Ja, wollte ich gerade die Medics anrufen. Deswegen? Hab gehört, wer dran ist. Hab lieber wieder aufgelegt, sonst erschieße ich den. Warum wolltest du die Medics anrufen? Wollte wissen, ob der Stefano überlebt hat, aber der Typ an der Leitstelle müsste der sein, den ich erschießen wollte. Soll ich für dich anrufen? Wolltest du erschießen? Ein Typ von den Medics. Warum? Was hat er getan? Ah, der hatte dicke Fresse. Und das Ding ist, wenn ich jetzt mit dem rede, dann muss ich den beleidigen. Und wenn ich den beleidige, hat er vielleicht wieder eine dicke Fresse. Und wenn der nochmal eine dicke Fresse hat, dann muss ich ihn umbringen. Und deswegen, so wichtig ist mir das nicht, herauszufinden, ob Stefano überlebt hat. Siehst du? Soll das ich für dich anrufen? Der muss in einer Minute hier sein. Ja, der hat sein Handy aus. Deswegen weiß ich nicht, ob der das gestern überlebt hat. In den Gescheck im Discord. Warte, dann soll ich gucken. Nur, dass ich mich halt schlechter unter Kontrolle habe und ich töte die Menschen dann einfach meistens, weißt du? Hallo, Johnny. Was ist das, Nensa? Okay, hast du was von Stefano gehört? Ich downloade das. Ich downloade einfach, was du mir schickst, weil wenn das jetzt Porn ist, dann nehme ich den auch. Okay, hast du den halt schon gesehen? Frag für einen Freund, aber geht's dem halbwegs gut? Hab nämlich gehört, der ist verunfallt. Oh nein. MVE 041. Ist das nice? Was verändert das? Das lädt eine Stunde. Nicht das Müsli. Oh, danke dir, Mann. Shit. Sehr viele Bugfixes. Oh, auch das mit shit. Dem Himmel, Ninja? Holy fuck, Mann. Vielen Dank, Bruder. Ich hab keine Ahnung. Ich bin auch wirklich nicht... Ehre. Ja, ich weiß, dass was passiert ist, aber ich wollte rausfinden, was passiert ist. Wie was? Von wem ich gehört habe, dass was passiert ist. Oh, okay, danke für den Prime Sub. Vini, danke für 24 Monate. Ich hab Meeting Point gehört. Von Louis. Ich war heute an der Meeting Point, beziehungsweise war ich da mit Louis vorhin. Kannst nachfragen, der ist in letzter Zeit öfter da und das letzte Mal. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, ich sag dir, wenn ich Bescheid weiß, was passiert ist. Und wenn du aufhörst, mich Darling zu nennen, würde ich das garantiert erzählen. Tschüss, Johnny. Was war's? Der ist eingegipst, sitzt im Rollstuhl und ist total niedergeschlagen. Wenn du sie nochmal Darling nennst, breche ich dir die Beine. Louis schreibt mir eine SMS, kein Bock auf die Kacke, bin Nein. An der MP. Mach keine Versprechungen, die dein Arsch nicht halten kann. Er hat schon einen Kürzel dafür. Dann ist dir leider nicht zu helfen. Wo ist denn der eigentlich? An der Meeting Point. An der MP hat er geschrieben. An der MP. Wir haben ihn verloren. War eine schöne Zeit mit dir. Nein, du kannst ihn nicht fallen lassen. Wir müssen ihm helfen.
Ach übrigens, Johnny wird dir dein Müsli klauen. Wem? Was? Der wird dir dein Müsli klauen. Er hat gesagt, wenn er rausfindet, wer das mit Stefano gemacht hat und was er gemacht hat, dann wird er dem sein Müsli klauen. Und die Freundschaft kündigen. Oder den Kontakt abbrechen. Ich rufe den an. Ich finde Louis gerade wichtiger. Was soll ich denn machen? Ganz ehrlich. Den da wegholen. Wer sich von seiner eigenen Intervention verpisst, nachdem man ihm freundlich sagt, dass der in falsche Richtung einschlägt, er daraufhin abhaut und SMS schreibt, was, also ganz ehrlich, Rosse. Wir holen ihn zurück, ziehen ihm den Anzug an und sperren ihn irgendwo ein. Kann ich dein Bentley haben, um ihn zu fotografieren? Hab deine Quitterseite. Ich glaube, der war's tief. Der hat ihn getroffen. See, der Flow-Vergleich hat ihn sehr getroffen. See. Ach, Manu. Hola, da bist du ja wieder. Ja. Ja, Darling. Wenn du mich nochmal Darling nennst, das ist so ein ganz anderes Problem. Das ist mein Stripper-Language. Stripper-Language. Ich hol mir gerade meine Kleidung. Stripper-Language. Johnny, ich bin Mail-Danger, bitte. Ich hab gedacht, du hast mit meinen Leuten ein Gespräch geführt, wo es irgendwie darum ging, so bla bla, ich hab eine dicke Fresse und möchte gerne sterben, bla bla, aber eigentlich will ich euch aus dem Weg gehen, bla bla. Und gerade höre ich, du möchtest mir mein Müsli klauen. Moment, ich kann eins und eins zusammenzählen. Sie sind dafür verantwortlich. Was ist passiert? Ich dachte, wir halten uns von ihnen fern. Das war doch die Abmachung. Wer hält sich von wem fern? Na, wir von euch. Ihr habt uns die Ansage gedrückt. Wir haben uns gedacht, okay, dann suchen wir uns andere Spielkameraden. Auf euch sind wir nicht angewiesen. Spielkamera? Ja. Na. Du stehst auf verdammt dünnem Eis, Lisa. Was ist denn passiert? Warum? Essen Sie überhaupt Müsli? Ist ja auch egal. Was passiert ist, kann ich dir sagen. Dein Freund Stefano ist ein absoluter Dulli. Dein Freund Stefano sollte seine Schulden bezahlen und hat gesagt, aber wir halten uns doch von euch fern, deswegen gelten Schulden ja nicht mehr. Das war seine Aussage. Also habe ich ihm klargemacht, dass die Schulden selbstverständlich noch gelten. Er hat einen Ausweg bekommen. Er durfte mit einem Fallschirm von einem Berg runtersegeln. Einfach an einem Fallschirm dran, zack, bis nach Hause. Gar kein Problem. Dein Freund Stefano ist zu blöd, einen Fallschirm aufzumachen und springt lieber ohne Fallschirm einen Berg runter. Er hatte einen dabei. Er hatte die Schnur in der Hand. Er hat sie nicht aufgemacht. Ich habe ihn dazu geraten, Abstand zu nehmen und nicht die Schulden zu zahlen. Naja, und deswegen sitzt er jetzt, weiß ich nicht, einmumifiziert. Ich weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist. Aber da Abstand zu nehmen, ist das eine. Überhaupt keine Frage. Bin ich der Letzte, der dann ein Problem mit hat. Allerdings bedeutet das nicht, dass Schulden, die man hat und Geld, was gezahlt werden muss, damit nicht gezahlt werden muss. Keine richtigen Schulden. Sie wollen ihn nur unterdrücken. Was für keine richtigen Schulden. Er hatte keine bei Louis, er hatte nur die bei mir, hat er mir erzählt. Und die hat er dann irgendwann gezahlt, dass ich der Jonathan war, oder nicht? Keine Ahnung, ist nicht mein Problem. Wenn einer meiner Leute mir sagt, er hat Schulden bei mir, dann hat er Schulden bei dem. Ja, super. Das ist nicht mein Problem. Ich kann mich nicht in die Geschäfte anderer reinhängen. Wo wohnen Sie? Wo ich wohne? Sonst weiß ich nicht, wo das Müsli ist. Ich mache auch meine Drohungen wahr. Das Müsli wird weggefuttert. Eiskalt. Laser, glaub mir. Wir bleiben bei Abstand. Wir bleiben bei Wenn du von einem nicht das Müsli essen möchtest, dann ist das mein Müsli. Oh Gott, Low-Carb-Scheiß? Ohne Schokostückchen? Verstehe ich. Schlimmer. Mit Rosinen? Viel schlimmer. Gott. Ich glaub ihm mal. Mit Haferkleier anstatt Flocken. Die Drohungen bringen nichts. Die nimmt er nicht. Ich kotze gleich in den Hörer. Gut, ich hab verstanden. Sie sind noch schlimmerer Mensch, als ich dachte. Widerlich. Schönen Abend. Gleichfalls. Egal, was ihr tut, bitte haut ihn nicht wieder auf den Kopf. Ich ertrag nicht nochmal, Jonathan. Ich bring den um. Zählt das denn unter Mord oder Sachbeschädigung, wenn er uns gehört? Sachbeschädigung. Okay. $5? Entschädigung, meinst du? Ja, richtig. Sei doch froh, dass es kaputt ist. Na, $5, finde ich, sind schon drin. Hm? So, guck mal, das ist wie so ein altes Handy, wo du froh bist, wenn das kaputt geht und du eine Handyversicherung irgendwo bei Ali hast, sodass du ein neues Handy bekommst, weil dein schon ziemlich alt war. Können wir jetzt was Vernünftiges machen, außer hier wie Spastis zu sitzen von der Meeting Point? Apropos Meeting Point, da habe ich schon alles probiert.
also Johnny zu retten, aber irgendwie fruchtet das nicht. Du hast probiert, Johnny zu retten. Vor was? Vor ja, sich klar. selber? Nee, vor euch. Gefragt, ob ihr den ganz lassen könnt. Achso. Ja. Ja, also, das Ding ist halt einfach, das Grab schaufelt er sich selber. Das schaufelt er sich nach und nach selber. Und wenn du denkst, einer kann doch nicht so dumm sein, dann nimmt er sich den Spaten in die Hand und dann macht er das Loch noch ein bisschen tiefer. Ich würde den gar nicht kennen, wenn der nicht Scheiße am Casino gebaut hätte. Ich würde den gar nicht kennen, wenn der nicht immer wieder bei uns auf der Fußmatte stehen würde und würde sagen, hallo, ich bin der Johnny, ich hätte gerne Probleme. Der hat eine schwere Kindheit gehabt. Das ist mir scheißegal. Und wenn der ein schweres Leben hat und wenn der... Also... So, das ist ein bisschen wie Louis und die Meeting Point. Ich hab... Nee. Da ist das Kind nicht in den Brunnen gefallen. Da habe ich die Hoffnung, dass man das noch kippen kann. Das ist nicht wie Louis und die Meeting Point. Das ist wie Johnny und die Meeting Point. Nämlich etwas, was von Anfang an ein Thema ist, was zum Scheitern verurteilt ist, was man nicht kippen kann. Louis ist nicht die ganze Zeit so gewesen. Louis hat gerade einfach einen Spleen. Wie da, wo er uns 3 Wochen lang erzählt hat, er wäre jetzt ruhiger geworden oder so eine Scheiße. Oder ich da, bin wo auch er, ruhiger oder geworden. Da, wo er die ganze Zeit ein Problem mit Noah hatte. Ja, um dann am Ende zu merken, dass man sich doch ganz gut versteht und dann am Ende herauszufinden, dass Noah ein Idiot ist, der jetzt Melvin heißt. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Nur ein Laser hat auf die Fresse gekriegt. Ein Laser saß im Folterkeller. Ein Laser hing über diesem Feuer mit dem Kopf und war kurz davor, einfach zu verbrennen, weil er ein gottverfickter Idiot ist. Ein Laser hat mehr Ansagen bekommen wie jeder andere und hängt mit seinem Leben am seidenen Faden. Und trotzdem bringt er so Dinger, wie sich vor mich zu stellen und zu sagen, Herr Butters, Sie schulden mir $1 Million. Und ich habe ihm vorher gesagt, Laser, geh mir mit deiner Pisse nicht auf den Sack. Geh mir mit deiner Dulli-Scheiße nicht auf den Sack. Wir sind die falschen Leute für sowas. Das ist ein bisschen romantisch, oder? Ja, aber Ryan, du gibst ihm jedes Mal Aufmerksamkeit. Vielleicht ist es das, was er sucht. Vielleicht braucht er mal eine gewaltige Dosis Aufmerksamkeit und das wird die letzte Dosis Aufmerksamkeit sein. Nein. Denn wenn ich jemandem 37 Mal gesagt habe, dass ich ihn umbringe, dann ist das eigentlich schon 37 Mal zu viel. Andere Leute hatten nicht das Glück, 37 Mal die Ansage zu kriegen, sondern haben direkt ins Gras gebissen. Ich habe gerade so ein bisschen romantisch-nostalgische Gefühle. Ob du doof bist? Das erinnert mich ein bisschen an Wasserhahn früher, weißt du? Aha. Sieh, wir machen mit Laser eine Versteigerung. Das bringt doch nichts. Na, der gehört schon uns, das geht nicht. Kann ich euch den abkaufen? Also, $5. Nee, das wäre nur der Schadensersatz gewesen. $6. Nein, okay. Wir haben den Krieg gegen den Norden, weißt du, da haben die uns den quasi überschrieben. Als Kriegsbeute. Wir haben jetzt auch eine Kolonie im Norden und Laser gibt es nur im Bundle mit der Kolonie. Wer ist die Kolonie? Die Dortons. Ja, als ob ich mir die Daltons ans Bein binde, eher hau ich mir eine Axt ans Bein. Die haben doch genauso einen Nagel im Kopf hängen. Nein, die haben die in sämtlichen anderen Körperteilen, aber nicht im Kopf. Oh, ist unser Termin da? 10 Minuten schon drüber. Der ist eingegipst. Der ist eingegipst und komplett an seinem Leben vorbei. Zerstört, gebrochen, mental. Mhm. Der sitzt eingegipst im Rollstuhl rum. Aber hast du nicht so nostalgische Gefühle wie mit Wasserhahn damals? Der hat auch 15 Mal sein Leben verwirkt. Der kann auch von Glück reden, dass er das überlebt hat. Hätte Alessio den ersteigert an dem Abend und dem wären nicht seine eigenen Worte im Mund stecken geblieben, dann wäre der heute tot. Dann gäb's, dann gäb's die ganze Wasserhahn-Thematik nicht. Dann gäb's den ganzen verfickten Supermarkt nicht. Dann gäb's keinen Jamie, dann gäb's keinen Heider, dann gäb's da gar nichts. Dann wäre der Supermarkt wahrscheinlich einfach nur in einem Supermarkt. Oder wäre in den Händen von, weiß ich nicht, irgendeinem Rockerclub oder sowas. Ich hasse dich immer noch dafür, Alessio, ne? Das ist so ärgerlich. Du hast der Stadt so viel angetan dadurch, ne? Ey, ihr hättet ja selber auch bieten können. Hey, ich war der Versteigerer, was soll ich sagen? Ja, keine Ahnung. Aber dass er dann ersteigert wird und wird dann am Leben Ich hätte auch gelassen. Gedacht, aber dass die Aztekas den halt töten damals. Ja, see, dass die Aztekas den nicht umgebracht haben, konnte auch keiner wissen, sondern dass die den irgendwie anleihen und als Haustier halten und danach irgendwie wieder auf freien Fuß setzen und auswildern, hat auch keiner mitgerechnet. Sowas geahnt. Ich meine, die Versteigerung war dazu da, um den an jemanden zu versteigern, der dem das Licht ausknipst. Mhm. See, stattdessen haben die ein Psychologiestudium mit dem gemacht und haben den danach wieder freigelassen. So. Okay, also sind jetzt Stickers daran schon. Drache für die Stadt. Du und deine Probleme ist wirklich. Rosse, ich will das nicht hören, das weißt du doch. Das war ein Witz. Das war nicht die erste Stichelei gegen die Aztekas am heutigen Abend.
Das ist richtig. Aber es waren nur kleine Stickeleien. Ja, kleine ist egal. Ich will das nicht hören. Ach komm schon. Du weißt, dass ich da zwischen den Stühlen stehe. Sei nicht so ein Schmollmops. Ah, ich bin ein Schmollmops. Hey, du kleiner Schmollmops. Weißt du, was du tun musst, wenn du frustriert bist? Wenn du so einfach redest, gleich vom Dach springen. Aber Alessio, Alter, du hättest dem da und an diesem Abend einfach fucking das Licht auspusten können, ja, vor allen Leuten. Ne? Das war ja auch mein Plan, den vor versammelter Mannschaft direkt in die Fresse zu schießen. Dann hast du dich nicht getraut, das laut genug rauszubrüllen. Wir müssen gleich bitte nochmal gucken, ob der Schnüffelkopf da ist. Der was? Schnüffelkopf. Der Schnüffelkopf. Nolan? Nee. Luis, Alessio, wie heißt der Vogel? Keine Ahnung. Luis? Der Bärenpenner? Nein, du meinst hier diese komischen... Wasserhahn? Nein. Amber? Ich weiß nicht, wie er heißt, keine der, Ahnung. Der ja, Typ, der uns den schon. Typ ausgeliefert hat, der jetzt ja, ja. da irgendwie seine Nase reinsteckt. Beckmann? Keine Ahnung. C, ja, Luis, Beckmann, heißt der Beckmann? Ja. Der lernt uns noch von der anderen Seite kennen. Sollen wir mit dem Tontauben schießen? Luis? Wäre eine Möglichkeit. Luis? Die redet nicht mehr. Beckmann da. Luis ist gerade wütend, oder? Weiß ich nicht. Gut, dankeschön. Yep, er ist mad. Luis, bist du gerade wütend? Kein Beckmann da. Wen hast du angerufen? Valeska. Achso. Woher weiß der Valeska das? Weil er den ganzen Abend angerufen hat. Was ist eigentlich mit dem alten Schnüffelkopf? Ist er noch am Leben? Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, ja, die Nolan. Weil wir das Verhältnis zu dem, sagen wir, zerstört haben. Was jetzt für ein Schnüffelkopf? Nolan. Hab von dem länger nichts mehr gehört. Ja, möglicherweise hat der uns ein bisschen von einer anderen Seite kennengelernt und kam damit nicht so klar und kam darauf auch nicht so klar, dass unsere Zusammenarbeit anders ist, wie er sich die am Anfang vorgestellt hat. Er hat uns für bessere Menschen gehalten, wie wir sind. Und als ich dann seinen ganzen Haufen bedroht habe und einem von seinen Leuten in die Fresse geschossen habe, sodass er nicht mehr reden konnte, sondern mit seinen Leuten schreiben musste, weil ihm der Sabber aus dem Gesicht lief, war er nicht mehr ganz so gut auf mich zu sprechen. Dürfen wir den jetzt anzünden? Hat er nicht jetzt eine Kuschelgruppierungsabsprache mit den Aztekas und wird auch eine neue Gang? Jetzt, wo er eine Hut hat? Ja. Bitte, was, Luis? Ist das so? Ryan. Ja. Das bin ich. Sio. Ja. C. Leo. E. Joan. Ja. Wollt ihr jetzt noch irgendwas in der Intervention oder nicht? Nee, die ist ja schon lange vorbei. Wir wollten dir nur sagen, dass... Hast du verstanden, was wir wollten? Also, wir unterhalten uns. Wir wollten dir nur sagen, dass wir dich nicht verlieren wollen, dass wir dich als Freund schätzen und Angst haben, dass du einer von denen wirst. Aber das haben wir eigentlich abgeschlossen. Ja, die zweite Phase erreicht, das ist die Phase der Wut. Los, wir haben dich lieb. Wir wollen einfach nicht, dass du abstürzt. Ist auf jeden Fall nett, dass vier Freunde von mir hier sitzen und sich um mich sorgen. Ich finde das super von euch. Danke. Einfach mal ein Danke an euch. Natürlich, du gehörst ja auch zur Familie. Was denkst du denn? Wir hätten uns nicht mit irgendeinem anderen hier hingesetzt. Nee, ich finde es auch gut, dass die vier Besten halt dabei sind. Warum stichelst du die ganze Zeit gegen José? Ich kann damit leben. Okay. Ich finde das witzig. Er würde es nicht anders machen. Das macht er die ganze Zeit sowieso schon. Die nächste Phase ist übrigens die Phase des Verhandelns. Ich finde übrigens, du hast noch Klamottengeschmack, aber du könntest ja den Anzug ein bisschen mit einfließen lassen, dann wäre Ryan nicht so enttäuscht. Hey, seid ihr eigentlich behindert? Seitdem es neue Klamotten gibt, habe ich diese neuen T-Shirts an, sonst lief ich immer mit meinem grauen Hemd rum. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, aber vielleicht verletzt es Ryan schon länger. Tut man nicht so, als wäre ich jetzt 7 Tage, 24 Stunden die Woche, jedes Jahr an der Meeting Point und würde mich mit den ganzen Spastis da, die ich sowieso nur verarsche, da irgendwie mit abgeben. Nein, ich bin immer noch der arrogante Spasti, den von früher. Wenn mir da einer blöd kommt, dem hau ich in die Fresse. Also, du bist schon ziemlich häufig da. Ja, aber ist doch scheißegal, aber ich verarsche dich doch da. Ich bin seit 2,5 Jahren regelmäßig da. Und jetzt auf einmal interessiert es euch, oder was? Also ich fand, da war mal eine Zeit, wo du
weniger bzw. unbemerkter da warst. So, keine Ahnung. Und du scheinst dich da ja auch voll gut einzufühlen. Unbemerkt. Also ich krieg da immer einen halben Nervenzusammenbruch. Warum saßt du denn letztens an der Meeting Point und warst am Meditieren? Ja, weil ich das nicht ausgehalten habe, aber da sein musste, weil ich was wissen wollte. Ich wollte da weg und dann konnte ich nicht mehr weg und dann habe ich eine Pylone von dem Mediziner bekommen. Ja, weil Meeting Point sich in den Bann gezogen hat. Nein, das ist was anderes. Kennst du das, wenn da ein Unfall ist und du kannst dich weggucken, ey, aber auch nicht hin und dann Abend hast du so viel Angst irgendwie, dass du dich nicht bewegen kannst. Tim, danke für 8 Monate. Da war eine Spinne an Cheesecake, der Wand, weißt danke du? Für du musst Monate da vorbeigehen. Janis, danke für 3 Monate. Du willst eigentlich nicht Mokokil, da stehen, die danke Spinne für den angucken, Prime Sub. Aber du Vini, danke für 24. Weggehen. Du musst die angucken, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und dann weißt du nicht, wo die ist. Ich fände das gar nicht so schlimm, wenn ich nicht wüsste, wo die Meeting Point ist. Alter, Leo! Du hast die Metapher verstanden. Ja. Hä? Was ist los? Was ist los? Der Penner schreibt mir. Der Pennerbär? Der Pennerbär. Noah? Nein, der Pennerbär. Ryan? Da müssen wir auch noch drüber sprechen. Ich habe gehört, du hast den neuen Penner schon wieder bei dir duschen lassen und so eine Setz Scheiße. Setz dich mal hier hin, wo ich gerade gesessen habe, Ryan. Geh mal einmal rüber auf die andere Seite, bitte. Los, komm. Ryan, ich darf ihn auch nicht haben. Also, Ryan, du weißt, wir lieben dich, ne? Wir sind deine Freunde. Du gehörst zur Familie und du bist die beste Freund und ich würde alles für dich tun. Alles. Wir schätzen dich. See, das weißt du auch. Aber du hast in letzter Zeit ein Verhaltensmuster an den Tag gelegt, was ich nicht ganz akzeptieren kann, wo wir uns Sorgen machen, ne? Ja, wir machen uns da tierisch drüber Sorgen. Ich glaube, das Problem mit dem Penner ist einfach, dass du den Verlust von Noah irgendwie für dich persönlich nicht so verpacken kannst und dir unterbewusst jetzt einen neuen Penner ranzüchten. Ja, so kann das nämlich sein, weil Jungs, ihr müsst euch vorstellen. Die Verlust, aber das ist nicht richtig. Ja, weil wir sind einfach nur durch die Stadt gefahren und dann ist uns irgend so ein Typ... Gute Nacht. Besser ist. Maischi, danke für 18 Monate, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ah. Die kleinen Fotzen. Ich hab gehört, Open End Grounded auf dem Trash-Channel. Kannst du machen, soll ich dir Stream-Key geben? Überlegst du etwa schon, was du sagst? Hä? Warum sich da was überlegen? Also, alles spontan. Aber wenn die so anfangen, dann muss Alessio gleich anders dran glauben. Sonnling ist das. Außerdem überlegt man das nicht. Er sagt immer das Falscheste in der Situation. Das ist ganz einfach. Er lebt von Spontanität. Was? Nee, Drehbuch, Bruder. Weißt du, was die Leute sagen? Also nachdem sie gebannt sind. Ey, Chat, lass mal einen Raid machen. Wir schreiben alle das Wortskript. Ja.
kick me. How to time out yourself. Okay, Chat, beruhigt euch. Warum muss denn jetzt genau gerade wirklich im witzigsten Moment der Server crashen, Alter? Das kann doch nicht sein, ey. So, der in Summe 10er soll dir gegönnt sein. So viel wie heute hab ich schon lange nicht mehr gelacht. T, mach weiter so und unterhalte uns auf ein 1000 von 10. Alga, 6,11 Euro, Mann. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Necrowinger, danke für 8 Monate Resub. Maishi, danke für 18. Tim, danke für 8. Cheesecake, danke für 8. Janis, danke für 3. Vielen, vielen Dank. Danke für euren Support. Chat, ich muss sagen, ich freue mich übel auf Donnerstag, ne? Übel auf Donnerstag, raus, IRL-Stream, unterwegs. Ich hoffe, es funktioniert alles. Mit den 3 gebündelten Netzen, hoffentlich nice Verbindung. Richtig Bock, Alter. Ja, nee, das klappt auf jeden Fall insane hier bei mir. War gar nicht. Warte mal kurz. Ja, warte mal, oder vielleicht reconnecten wir mal. Ah, oh, nice. Und Server down. Der Server macht den Niklas, Alter. Pat Daniels, danke für deine Bits. Simon, danke schön für 8 Monate Resub. Kamex, danke für 17 Monate. Vielen Dank. Ich freue mich auf den Zoo. Ich weiß gar nicht, wann wir das machen. Hat Tinker was gesagt? Was hat Niklas denn getan? Ah, Niklas ist loster als Attila Hildmann. Musste in BOD am Anfang gucken, da habe ich das thematisiert. Hast du schon mal beim Zoo angefragt? Ja, wir haben eine Drehgenehmigung bekommen. Ich möchte den Audi-Trank wieder starten, kleiner na, als nein, 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 Mr. Zitrone, 3 Euro, dankeschön. Für Milchreis, ne? Genau. Audi? Ich weiß nicht, was war. Was für Audi? Keine Ahnung, wovon du redest. Moment, wir gehen in den Zoo. Ja, wir werden demnächst, irgendwann, werden wir zusammen in den Zoo gehen. Und wir werden zusammen Tiere gucken. Shit, ich freue mich übel drauf. Das wird richtig nice. Der Ray Ray, dankeschön für 3 Monate Resub, vielen Dank. Wir rauchen YouTube-Video mit den dümmsten YouTube-Kommentaren. Oh nein, auf keinen Fall. Weil das Ding ist, ich finde, so ein Format triggert die Leute extra dumme Kommentare zu schreiben, damit sie ins nächste Video kommen. Deswegen würde ich auf gar keinen Fall ein Format auf YouTube bringen mit dummen Kommentaren. Damit tust du dir keinen Gefallen. Wie ist das denn eigentlich, wenn wir alle zusammen in den Zoo gehen, müsst ihr dann alle Eintritt zahlen? Ihr seid ja sonst quasi gratis im Zoo. Muss ich an der Kasse vom Zoo dann für euch mitbezahlen? Lautung, 10 Euro, dankeschön. Sprudus, danke für 7 Monate Resub. Jon, danke für 24 Monate Resub. Joa, dankeschön für 1 Euro, vielen Dank. Wer ist Niklas? Einfach ein Lost Boy. Also nicht jeder Niklas. Wenn ihr Niklas seid, müsst ihr nicht der Lostboy Niklas sein. Müsst ihr im VOD gucken, wenn ihr euch dafür für die Niklas-Story interessiert. Wenn ich ein Eis im Zoo kaufe, muss ich euch dann allen auch eins holen? Tusi, danke für 5 Euro. Audi? Hör auf. Pfui. Aus.
Pflaume, dankeschön für deinen Sub. Herzlich willkommen. Halunke, dankeschön für deinen Prime-Sub. Dankeschön. Eis, ja. Ich nehme aber zwei Eis. Na, ich setze dich auf Diät. Du kriegst nur eins. Nix, Audi, Exit. Danke für 5 Euro. Vielen Dank. Server dauert noch. Keine Ahnung, Chat. Weiß nicht, was heute los ist. Vor allem Server down, kommt wieder, geht wieder down. Scheint wohl irgendwie Probleme zu geben. Ich bin auch für den Audi kleiner als 3XD. Sehr den Danke für 3 Euro. Vielen herzlichen Dank. Ich sag ja, ihr seid alles von Audi bezahlte Mitarbeiter. Die hier eine Audi-Werbekampagne auf meinen Nacken machen. Oder der, weiß ich nicht. Oder mein Chat ist der größte Audi-Fanclub, den es im Internet gibt, Alter. Habe ich Audi gehört? Kanon, danke für... Was? Danke für 85 Euro, Bruder. Vielen herzlichen Dank, Mann. Toast, die 5 Euro. Dankeschön. Jo, danke für 1 Euro. Oh, was ist denn mit euch? Ich bin in meinem Discord unter Bilder. Ich weiß nicht, ob ich das will. Discord, Bilder. Ihr seid so. Habe ich Audi gehört? Wie kann man eigentlich so ein PPG sein? PSB 31 Monate, Dankeschön. Reason, danke für 10 Euro. Nishu, Dankeschön für 2 Euro. Vielen Dank. Wie kann man so ein PPG sein wie ihr Chat? Wie? So, bleibt der Server da oder? Warum nicht gleich Nissan Skyline R34 GTR? Mach's knapp. Bartasch, ich weiß, du bist wütend, aber steck bitte deine Waffen weg. Ich bin nicht wütend. Sind wir noch nicht in der Wutbase? Da komme ich ja gar nicht hin. Ravenwolf 689, Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Ich hab noch nicht mal drin gesessen. Ich hab nicht gesagt, dass ich den kaufe. Ich hab nur gesagt, dass ich ihn heute gesehen habe und dass ich den sehr geil finde. Und daraufhin ist meine Community der Meinung gewesen, einfach komplett auszurasten. Nur haben gesagt, ja, dann machen wir IRL-Streams aus dem Audi, ja. Weil ihr Lost Boys seid. Also, liebe, großzügige Lost Boys. Aber am Ende des Tages halt PPGas. Tobi, danke für deinen Sub. Vielen lieben Dank. MZIK9. Wie spreche ich das aus? K9, Alter. 50 Euro nochmal. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank dafür. Marek, 7 Euro, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Emsig. Emsig? Hallo. Emsig. Ich weiß nicht, wie ich mal.
Hallo. Audi Racing Schloko, nein, kein R. Also wenn, also wenn es ein Audi werden würde, dann kein R. Wir warten noch auf Alessio. Augenscheinlich. Bei Vatas Intervention. Aha. Hola. Hola. Also ihr müsst euch vorstellen, wir fahren mitten durch die Stadt. Irgend so ein Dämmel fährt da mit so einem komischen Golfding rum. Und was macht Ryan? Sagt, fahrt zurück, haltet an, wir steigen aus, wir reden mit dem, verstehen seinen Namen nicht, er fragt 25 Mal nach und dann fängt es an. Stimmt nicht. Hast du geduscht? Nein, hast du auch gegessen? Lüge. Wie lange hast du nicht mehr geduscht? Bla. Und dann haben wir den mit zu Ryan genommen. Louis, dann erzähl doch die Wahrheit. Geschickt. Ist er schon in der Wutphase, José? Nein. Aber du kannst die Geschichte, wenn du die Geschichte erzählst, dann erzähl die Geschichte wahrheitsgetreu. Hab ich. Hast du nicht. Nee? Nope. Dann können wir die Geschichte einmal von beiden Seiten hören. Okay, dann erzähl mal das gleiche wie ich. Da gibt's nicht das gleiche, weil das, was du erzählst, scheiße ist. Wir sind durch die Stadt gefahren. Ja, und da ist ein Typ mit irgendwas lang gefahren. Stimmt nicht. Es ist ein Typ quer über die Straße gelaufen. Kompletter Dämel. Wir den fast weggebügelt. Und der, da, wir, ich gesagt, fahr zu dem Typ, wir bei dem Typ angehalten, wir gesagt, ey, du Vogel, da ist eine Straße, kannst du nicht einfach rübergehen, wo gehst du hin? Der Typ so, such Essen in Mülltonnen. Irgendwie muss der Audi ja finanziert. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Hat er eine Hose an? Ich bin mir unsicher. Hat er nicht, nein. Darauf ich so, warum suchst du Essen in Mülltonnen? Eher so, weil ich ein Obdachloser bin. Also nicht wortwörtlich. Darauf ich so, yo, Abhelfer-Syndrom für Dullis. Ich geb dir Essen und eine Dusche. Ja, hallo? Dann ich so, steig ein. Warum? Dann dem Essen und Dusche gegeben. Und Klamotten. Dann, und Geld. Und Geld. Dann so Ende. Gut, wenn du nicht weißt, was du mit deinem Geld anfangen sollst. Also, mir geht's auch nicht so gut. Also, ich würde was nehmen. Du bist kein Dulli. Ich hab ein Herz für Dullis. Schon immer gehabt. Zieh dir ein langes T-Shirt an, ohne Hose, und dann geht das schon leben. Johnny und Charlie wollen wieder heiraten. Na, sonst. Oh nein. Ich weiß nicht, das sind einfach Menschen, die mir leid tun. Und das ist schon immer so gewesen. Ich hab einfach ein Herz für Idioten. Also für so verlorene Idioten. Nicht so Idioten, die extra Idioten sind, sondern für Idioten, die einfach Idioten sind. Das ist bei Noah so gewesen. Das ist bei vielen anderen Leuten so gewesen. Und es bricht mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich ab und zu mal was Gutes tue. Und ich scheiß auf Gott und die Welt. Ich scheiß auf jeden Menschen in diesem Staat. Und ich zeig jedem, dass ich auf ihn scheiße. Aber die sowieso schon, auf die sowieso von allen geschissen wird, warum soll ich meinen Haufen da und noch oben drauf setzen? Tun ständig Gutes. Vor allem du. Ja. Ja, so nicht. Also ich finde, wenn ich... sagen, dass wir nichts Gutes tun. Wenn wir Typen umbringen, die scheiße sind, dann... Ihr tut überhaupt nichts Gutes. Fang. Keiner von euch tut was Gutes. Und der Hallo. Einzige... Und Hallo! Der Einzige, du musst lauter reden, wenn du was sagst, Alessio, ich höre dich nicht. Ich bin der Einzige, der schon... Genau das wollte ich gerade sagen. Der Einzige von euch allen, wie ihr hier sitzt, der mal was Gutes getan hat und der mich eigentlich gar nicht dafür verurteilen kann überhaupt, dass ich einem Obdachlosen, der in Mülltonnen sein Essen sucht, Kleidung gebe und eine Dusche, ist Alessio. Denn so hart wie er auch immer ist und wie er Leute im Meer versenkt und wie er irgendwelche Leute skrupellos in die Fresse ballert, ist derjenige, der sich eine scheiß Fuchsmaske aufsetzt und irgendwelche Kohle an irgendwelche Bedürftigen verteilt. Und sogar an irgendwelche Bedürftigen, denen ich nicht mal Geld geben würde. Es gibt den ein oder anderen hier, der hinter unserem
sag ich mal, kalten Alltagsgeschäft doch einen kleinen Funken Herz hat. Auch wenn es kaum existent ist, aber es ist dennoch da. Und dass ich ein Herz für Dullis habe, das wisst ihr nicht erst seit gestern. Das könnt ihr mir nicht zum Vorwurf machen, sondern das weiß jeder von euch, seitdem er mich kennt. Was wir schon für Idioten teilweise dastehen gehabt haben. Was wir schon mit für absoluten Vollidioten verkehrt haben, weil ich der Meinung, und ich weiß, dass das dem einen oder anderen nicht gepasst hat, weil ich der Meinung gewesen bin, dass ich denen irgendwie helfen muss. Aber ganz ehrlich, Leute, ich habe dem was zu essen gegeben, ich habe dem eine Dusche gegeben und ein bisschen Kleidung. Das heißt nicht, dass er der nächste Noah wird und mit dem Anzug am Casino steht. Aber ich finde das auch nicht okay, dass du jetzt verallgemeinerst und sagst, wir sind alle schlechte Menschen. Du bist böse, John ist böse, sagen. Leo ist böse und Louis ist böse. Das ist gelogen. In folgender Reihenfolge. José, der Böseste, vielleicht Louis, ich bin mir nicht sicher. Louis und José auf einer Stufe, danach Leo und danach John. Weil das ich weiß, gelogen. Dass die noch irgendwas Gutes in sich hat. Louis ist derjenige, der komplett, und jetzt drehen wir die scheiß Intervention mal um, und ich mache eine Intervention mit euch. Louis ist derjenige, der die ganze Zeit nur an sich selber denkt und das total eigennützig ist. Der das überhaupt einen Scheißdreck für andere tut und sich auch nicht. Einen Scheißdreck für andere interessiert. Genau, du kannst auf meine Seite kommen, das weil du bist derjenige, der auch was für andere tut ab und zu. Dann kommt José, der vielleicht was für andere tut, wenn es, und da kommt die einzige Ausnahme, es seinen Club betrifft und die Crusader betrifft. Ansonsten ist er derjenige, der anderen Leuten mit Freude ins Gesicht schießt, mit Freuden ins Gesicht schlägt, mit Freuden irgendwas Spitzes, Scharfes oder Stumpfes ins Gesicht ballert. Und das Ganze braucht noch nicht mal einen Grund, denn die erste Frage ist, wenn es darum geht, irgendeinem irgendetwas anzutun, ob er es machen darf und wie fest er es machen darf. Dann kommt Leo. Leo ist eigentlich im Grunde genommen alles scheißegal und der setzt sich irgendwo hin und ist auch ziemlich sensationsgeil, wenn es darum geht, dass irgendwelche Leute echt den Arsch voll Blei kriegen, dann setzt er sich gerne auf ein Sofa und beobachtet das Ganze und sieht das Ganze einfach wie ein Kinofilm, weil irgendwelche Leute einfach komplett über den Haufen geschossen werden. Ryan. Findet Leo supi. Joan Ryan. Ist die Einzige, Ryan. Die zwar auch nichts für andere tut, weil sie mit zu den Crusadern gehört, aber irgendwo noch ein Herz hat und was für andere tun würde, wenn sie nicht in den Fängen der Crusader wäre. Ryan? Bitte? Kommst du mal rüber zu uns? Nee. No, wir machen gerade Intervention mit euch. Also ich finde das nicht okay, weißt du? Ich finde das auch nicht okay, weil du weißt gar nicht, was ich mache. Du weißt auch nicht, was ich mache. Du also urteilst über nix. Uns, über die Crusader im Allgemeinen gerade, als würden wir nichts für die Gesellschaft tun. Ne? Was weißt du, wie viele Bambis bei uns standen und sagen, hey, ich hätte schon Interesse an einem Auto, aber ich kann mir das nicht leisten. Weißt du, wie vielen Bambis ich das Auto quasi geschenkt habe? Weil sie keine Kohle haben? Weißt du, wie viele Leuten ich schon Geld gegeben habe, damit sie sich ihr erstes Auto kaufen können oder sich ein größeres Auto kaufen können, damit sie nicht mit einem Twingo am Walnussfeld stehen müssen oder so? Ich habe letztens über 250.000 Dollar verschenkt. Einfach so. Was ist mit der fucking Blood Rally? Auch schon wieder vergessen? Blutspendeaktion, wo wir keinen Gewinn rausziehen. Nicht einen Cent. Aber ich zahlen sogar drauf. Habe ich nichts von den Sachen mitbekommen, die mir ja, aber damit erzählt. Prahlt man ja nicht. Aber damit 250, geht man ja nicht prahlen. Du bist der Erste, der mit allem prahlt. Nein, ja, aber das macht man nicht bei sowas. Du bist der Erste, der mit egal was prahlt. Deine Hauptaufgabe am Tag oder dein Haupttagesgeschäft ist, dich selber in den Himmel zu feiern und anderen Leuten zu zeigen, wie viel Geld du hast und wie krass du eigentlich bist. Das redest ist du auch gerade das, von dir oder von mir? Das ist auch das, warum du an der Meeting Point stehst. Ja, damit du Leute in deinem Umfeld hast, denen du zeigen kannst, dass dein Auto Gold ist. Gar nicht. Mein Auto steht irgendwo an der Ecke. Die sehen das meistens gar nicht, wenn ich das an stehe. An der Ecke eben mitten drei auf Leute der Meeting Point, damit du den Kopf zeigen kannst, gefragt, dass du es dir erlauben kannst, es da hinzustellen. Eben haben drei Leute gefragt, wer ich bin und warum ich nicht arbeiten gehe und wie ich darüber die Runden komme. So, da stehe ich nicht und sage, ich habe ein paar Millionen auf dem Konto. Das ist ja ganz normal. Du kannst dir einreden, was du willst, Louis. Das Ding ist, wir wissen beide, dass ich recht habe. Nein, hast du nicht. Du hast vollkommen Unrecht. So. Scheint irgendwas, als würdest du mich gar nicht kennen. Ja, ich bin ein absoluter Ego-Fucker und ich gebe auch gerne mit meinen Sachen an und ich flex auch dementsprechend rum. Aber wenn ich Leute vor mir stehen habe, die mich nicht kennen, die meinen Namen noch nicht mal kennen, die Alessios Namen nicht kennen, die deinen Namen nicht kennen und die fragen, ey, wie kommst du eigentlich über die Runden, wenn du nicht arbeiten gehst, dann freue ich mich darüber. Ja, und sag's. Nein, eben nicht. Weil ich reich bin und wer bist du eigentlich und was redest du mit mir? Nö, tue ich eben nicht. Ah, Luis, ich hab's oft genug. Wir haben es alle oft genug. Ja, tue ich aber nicht. So, und wenn ich Geld verschenke, dann gehe ich damit nicht rumprallen. So, habe ich noch nie gemacht. So, ich drück gerne mal Leuten irgendwie 15.000, 20.000 oder sonst mal was in die Hand. Das habe ich schon so oft gemacht. Okay, guck mal, ich glaube, die Intervention hat gut geholfen. Das reicht jetzt auch für heute. Nee, wir sollten ein anderes Ryan, du mal musst damit rüberkommen. Weitermachen. Ich muss nicht rüberkommen, warum?
Also ich finde irgendwie, das ist wie gesagt nicht fair, dass du halt mich in einen Stereotyp reindrückst, der ich gar nicht bin. Du sagst immer, ich habe keine Gefühle, ich habe kein Mitgefühl und so weiter. Natürlich bin ich ein Psychopath, da braucht man nicht drüber reden. Ne? Und ich sehe es Leuten mit Begeisterung in die Fresse. Nein. Falsch, du bist nicht irgendein Psychopath. Du bist streng genommen der Psychopath. Ja, habe ich auch nie was gegen gesagt. Und ich tue Leuten gerne Gewalt an, weil es mich amüsiert. Aber ich habe auch eine andere Seite. Und die siehst du einfach nicht. Du siehst nur den Psychopathen in mir und das verletzt meine Gefühle. Das ist okay. Soll ich in den Arm nehmen? Nein. Ich will nur von Freunden in den Arm genommen werden. Okay. Ich verletze gerne Gefühle. Ja. Der Unterschied zwischen mir und Louis ist Selbstreflexion. Mhm. Ich höre mir das ganz gerne an. So habe ich das. Wisst ihr, José, du kennst mich jetzt schon übertrieben lange. Ja. Wo ich schon viel Geld hatte, bin ich bestimmt nicht durch die Stadt gelaufen. Und wenn mich da irgendeiner gefragt hat, warum habt ihr da so ein schönes Auto? Ja, liegt daran, weil ich reich bin. Das habe ich von dir, Ryan. Nein, stimmt, da hast du gesagt, tja, das liegt daran, weil ich der bin, der eine Halle hat und Karren importiert. Nee, hab ich nicht. Du warst schon immer ein Großkotz. Ja, du. Nee. Also, deine Hauptaufgabe ist Selbstbeweihräucherung. Mhm. Absolut nicht. So ein Spiegel ist scheiße, ne? So hab ich dich kennengelernt. Wenn John was sagt, du musst lauter reden, ich höre nichts. Ich habe gesagt, seitdem ich Louis kenne, war er immer ein bisschen drüber gewesen. Ja, man konnte zwar früher anders mit ihm sprechen, aber so ein bisschen drüber war er schon immer. Ja, dann halte ich auch nicht ab. Und wir wissen alle, wenn es dir zum Vorteil gereicht, dann lügst du auch, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich lüge nicht. Ich du gehst nur ein bisschen die Wahrheit, ne? Warum habt ihr euch eigentlich gerade so angeschrien? Wer? Ihr, hier im Kreis. Ich hab dann gerade telefoniert, hab ich bis dahinter gehört. Ich schrei immer. Ja, das weiß ich, aber es klang hitzig. Wenn du denkst, ja, dass ich lüge oder dass ich nötig habe zu lügen, dann denk das bitte. Genauso wie mit deinen Scheißkoffern, wo du immer noch drauf rumreitest. Das habe ich nie so gesagt. Und wenn deine Leute Scheiße erzählen, dann geh mir nicht auf die Nüsse, ganz ehrlich. Sag ich das ist nachweislich so, Louis. Ja, dann ist es halt nachweislich so. Dann haben das 25 Leute gesagt, aber ich weiß, was ich gesagt habe und ich habe es nie so gesagt. Ja, richtig. Punkt. So, und wenn du weiter drauf rumreiten willst, dann mach das bitte. Aber ich habe es nie so gesagt. Warum sollte ich sowas über dich sagen oder über deinen Club sagen? Dass du dir angeblich Geld unterschlagen würdest. Warum? Warum sollte ich das tun? Wir sollten jetzt auch was anderes machen. Sag mir einen Grund, warum ich das tun sollte. Warum habe ich die eine Sache nicht verraten, wo du oben in Sandy standest? Ja, das wird jetzt gleich. Habe ich nie drüber geredet. Warum sollte ich das tun? Weil du ein Freund bist. Ich habe nie über die Crusaders Scheiße geredet. Ich lob die Crusader immer in den Himmel. Ich glaub, der ist so warum soll ich dann sagen, Spiegel dass du Geld unterschlägst? Also ich bitte euch, ganz ehrlich. Ich habe es nicht nötig zu lügen. Warum tust du es dann? Und der sucht jetzt irgendwas anderes, um seinen Fuß rauszulassen. Möglich. Fakt ist, selbst wenn du es nicht böswillig getan hast, hast ist du dich mir in dem Moment... Ist egal, haltet euch dran auf, ich bin weg, haut rein. Einfach nur blöd ausgedrückt. Tschö, Louis. Er ist noch genauso eine Diva wie früher. Ich wollte ihm gerade einen Ball zuwerfen. Ja, sie, ich finde, das war jetzt ein erfolgreicher Abend, dabei sollten wir es jetzt auch belassen, ne? Haltet ihr mich wirklich für einen schlechten Menschen? Ja. Mal jetzt Real Talk? Ja. Warum? Ich nicht. Ich schon. Du bist warum? Super cholerisch. Ich finde 50-50. Ich glaube, wenn du kein schlechter Mensch wärst, werden wir auch nicht so gut befreundet. Sie, richtig. Am das Ende hier, des Tages sind wir alle schlechte Menschen. Das hier ja? ist nicht der Kreis der guten Menschen. Sie, das sehe ich Hallo? Genauso. Aber ihr seht überhaupt nicht das Positive, was ich für die Leute tue. Du bist auch ein guter, aber du bist mehr schlechter. Sie. Das ist so... Halt. 70-30. Selbst wenn du irgendwelchen Leuten $1000 schenkst, damit die sich ein Auto kaufen können, haben die von dem Auto nicht viel, wenn die 3 Wochen später eine Axt in der Fresse haben.
wenn mir keiner einen Grund gibt, ihm eine Axt in die Fresse zu hauen, hau ich ihm auch keine Axt in die Fresse. Du findest einen Grund, einem eine Axt in die Fresse zu hauen. Ich hab noch nie jemanden unberechtigterweise eine Axt in die Fresse gehauen. Ich hab schon gesehen, wie du Leute mit einer Axt den Kopf abgeschlagen hast. Aber nicht unberechtigt. Mein ersten Kopf, den ich abgetrennt von einem Körper gesehen habe, war nicht in meinem Polizeidienst damals, sondern war, weil du ihn abgeschlagen hast. Mit einer aber Axt. Nicht unberechtigt. Ja, oh, das war auch mein erster Kopf, der war auch von dir. Im Auge des Betrachters, ob das jetzt berechtigt oder unberechtigt gewesen ist. Deswegen habe ich damals den Typen den Kopf abgeschlagen. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Reden wir eigentlich? Ich rede von dem König des Nordens. Ah, ja. Ach so. Aber ich glaube, da war Ryan nicht dabei. Nee, da war Ryan nicht dabei. Nee, ich rede von irgendeinem Typen hinten bei euch im Hof. Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Vielleicht hat er auch einfach nur Arschloch gesagt. Deswegen schlagen wir keine Köpfe ab. Kommt auf Rosses Tagesform an. Das denkst du also von mir, ja? Ja. Okay, cool. Also man kann von Rossi sagen, was man will, aber der unbegründet hat er noch nie jemanden hingegangen. Geh doch jetzt nicht weg! Alessio. Diva 2 verlässt den Tisch. Ich hab eine Frage, bitte. Alessio. Ja? Ich geh gleich ins Bett, heute nicht. Nein, ich hab eine ganz andere Frage. Bitte. Wenn das hier so weitergeht. Ja. Stehen wir wieder zu zweit im Garten? Sie. Okay. Nicht, wenn alles in den nächsten 5 Minuten auch noch geht. No, ich bin noch nie gegangen. Ich habe ein bisschen eine dickere Fell. Warum gehen die denn? Warum kann man darüber nicht reden? Weil die nicht damit klarkommen, wenn denen einer sagt, was Phase ist. Und dass Louis gerade so ausgerastet ist und sich an Rossi hochgezogen hat, lag ja nur daran. Was los ist? Darf ich was Kühles zur frischen Anbietung oder so? Danke. Bei eurer Besprechung hier. Na. Ist zwar hitzig, aber alles gut. Madbikes.shop. Das lag nur daran, dass ich Louis den Spiegel vorgehalten habe. Louis auf sein eigenes Spiegelbild nicht klarkam. Louis keine Argumente mehr dafür hatte, also brauchte er zum Frustabbau was anderes. Und das war in dem Augenblick José. Deswegen hat er José angeschrien und ist irgendwann weggegangen, weil er gemerkt hat, das führt zu nichts. Ich habe Angst, dass José jetzt scheiße baut. Warum sollte er? Weil er ein Psychopath ist. Oh, wait. Was habe ich ihm gerade gesagt? Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen mir und denen? Wenn ihr mir sagt, dass ich ein kaltherziger Wichser bin, weiß ich, dass ich ein kaltherziger Wichser bin. Und dass Leo einfach nur da sitzt und die Fresse hält, bestätigt einfach alles, was ich über ihn gesagt habe. Hallo Leo. Ich halte ja nicht nur die Fresse. Hallo. Hallo. Was denn? Er ist wütend. Alles gut. Warum ist er denn wütend? Er soll jetzt zurückkommen. Was ist denn los mit ihm? Nein, der zieht sich um. Und keine Ahnung. Also wie gesagt, sind nicht. Also unbegründet hat José wirklich noch nie jemanden umgelegt. Das war immer... Kann sein, dass er einen Grund hatte. Aber trotzdem ist er ein Psychopath. Nein, er ist ein Choleriker. Genau wie du. Achtung, warm. Ja, spiel doch mal ins Feuer. Nein, also er ist halt einfach ein super Choleriker. Genauso wie du. Du rastest auch wegen jeder Kleinigkeit aus. Ja und? Ryan ist viel schlimmer. Ja. Also... Er droht... Ich glaube, dass vielleicht ich nicht so ruhig bin wie José. No, bist du auch nicht. Ja. Du bist mit Abstand die... Also was, wenn wir über Choleriker reden, bist du die ungeschlagene Nummer 1. Ja. 100%. Ja, wobei, also die nehmen sich teilweise nicht viel. Ich habe den Bürgermeister fast getötet und danach, weil ein falsches Wort vom Mediziner kam, den um die Ecke genommen und mir eine Waffe in den Hals gedrückt. Das war übrigens nicht okay. Können wir darüber mal sprechen? Was war daran nicht okay? Das ist nicht okay, das ist ein alter Mann. Ja und, ob der alt ist oder was, soll ich den jetzt aufgrund seines ist auch ein alter Mann. Diskriminieren oder was? Ihr wolltet Nolan umbringen, ganz ehrlich. Ich mache schon Abstriche und töte keine Frauen. Das macht Alessio. Aber wenn ich jetzt auch noch Abstriche mache, dass ich alte Leute nicht töte, wo soll ich denn da hinkommen? Soll ich mir dann jetzt so eine Altersspanne raussuchen? Ich töte nur Leute zwischen 20 und 26, damit die in einem knackigen Alter sind, oder was? Also nur weil der alt ist, heißt es nicht, dass der Typ sich alles erlauben kann. Aber es ist seid ihr Unterschied, mit ob Nolan jemand Steuern erhebt oder ob jemand eine Gruppierung verrät. Also,
für mich ist das jetzt egal. Also der macht nicht das, was ich möchte, also habe ich ein Problem mit dem. Und ich das hast du gerade selber gemerkt, ich hab's gehört. Ich wollte den nicht erschießen, ich wollte den tasern. Dass der dann einen Herzinfarkt bekommt, kann ich nicht riechen. Und wenn der den schon hat, dann kann ich auch nochmal rein tasern, weil die Medics standen ja drumherum, die werden das schon irgendwie wieder regeln. Ja. Was? Nein. Okay, ein Herzinfarkt. Du bist der schlechteste Mensch von uns allen. Ja, ein Herzinfarkt. Kreislauf hört auf. Gehirn stirbt teilweise ab. Dann geht weiter, läuft weiter. Jetzt sich aus wie ein Arzt mal, oder was? Wer stirbt ab? Hab ich ein Medizinstudium mitgemacht, weil ich nicht mitbekommen habe? Nein. Na, siehst du. Aber ein bisschen Empathie? Für was? Menschen? Für einen alten Bürgermeister, der in einem Dialekt spricht, den ich kaum verstehe und Steuern erhebt, was komplett sinnlos ist. Also er ist mein Spirit Element, halt vielleicht würdest du das langsam. Auch in ihm sehen, weil er ist so ruhig. Ich wäre gern wie er. Der macht mich aggressiv. Vielleicht sollte er uns allen mal einen Crashkurs geben. Den Crashkurs hat er von mir bekommen. Der hat mir übrigens gestern, Alessio, eine komplette Monatsübersicht seines Ladens geschickt. Okay. Ja, sie. Ja, wo wir bei alten Menschen sind, seid ihr mit Nolan eigentlich mittlerweile durch? Nachdem er kennengelernt hat, was ich für ein Mensch bin und dass ich nicht der freundliche Nachbar von nebenan bin, der komplett uneigennützig handelt, scheint der mit mir durch zu sein, ja. Kann ich dir Schnacks in den Kopf stecken? So viel dazu, Jose. Was denn? Warum willst du dem eine Axt in den Kopf stecken? Weil der ein Spacko ist. Siehst du, und das Gespräch führen wir immer wieder. Und deswegen habe ich dieses Bild von dir. Du sagst zu mir, ich will jemanden eine Axt in den Kopf stecken. Ich sag, warum? Du sagst, weil der ein Spacko ist. Ich sag aber, das ist doch kein Grund, dem eine Axt in den Kopf zu stecken. Du sagst doch. Ja gut. Jose haut den Leuten, also den Spackos quasi Axt in den Kopf und du steckst denen Geld zu. Haben wir ja gerade schon geklärt, oder nicht? Ja. Können wir mal kurz denselben Standpunkt vertreten? Du taserst alte Menschen, weil sie deiner Meinung nicht sind. Hosse tötet alte Menschen. Nein. Ich tasere nicht alte Menschen, weil sie nicht meiner Meinung sind. Ich tasere Menschen unabhängig ihres Alters, wenn sie nicht meiner Meinung sind. Sie, ja, das macht Hosse auch. Groß, er tötet Nolan nicht, weil er alt ist, sondern weil er Spaß ist. Uns groß geschrieben. Ja? Korrekt. Eigentlich seid ihr auf demselben Nenner. Ihr macht das Gleiche. Ich mache keinen Unterschied vor Alter oder, also gut, bei Geschlecht schon, weil das bringe ich nicht übers Herz. Echt nicht. Aber ich auch nicht. Ansonsten, die Gleichberechtigung für alles. Ob jung oder alt, Mann oder Frau, wenn die Zeit gekommen ist, ist die Zeit gekommen. Mittlerweile auch divers. Seh alles. Ist egal. Ich weiß nicht, wie alt einer ist, wenn ich den nicht vom Dach schmeiße. Das ist mir egal. Ist mir egal, ob der groß, klein, dick, dünn, so, das... Scheißegal. Habe gehört, es wird für ein RSQ8 gespart. Nein, alle haben das gleiche Recht, abgestochen zu werden. Wie auch immer, ich gehe jetzt schlafen. Ihr solltet euch öfter umarmen und weniger streiten. Wir streiten nicht. Wer... Sag das mal Louis. Also das war Louis' Intervention bezüglich der Meetingpunkt, dass das Ganze so eskaliert hätte. Also habe ich jetzt auch nicht kommen sollen. Warum Louis jetzt gerade auf dem Punkt wieder eskaliert ist, habe ich auch nicht verstanden. Weil ich ihm den Spiegel vorgehalten habe, er auf den Spiegel nicht klarkam und er irgendwas gesucht hat, wo er seine Wut abbauen konnte. Das bist du gewesen, weil er keine anderen Argumente hatte und als er auch da keine mehr hatte, ist er gegangen. Ja, aber das Thema mit dem Koffer, das ist ja seit Ewigkeiten nicht mehr aufgekommen. Ich weiß nicht immer mehr, worum es da geht. Ich auch nicht. Naja, dass Louis halt meinen Leuten gegenüber damals gesagt hat, dass ich Geld unterschlagen hätte, was ich vom Casino gekriegt hätte für einen Auftrag. Wo ich aber privat von dir Geld gekriegt habe. Und Louis hat es so dargestellt, als wäre es die Bezahlung für uns gewesen. Und meine Jungs sollten ja mal nachforschen, was ich denn mit dem Geld mache, was ich von euch kriege, wenn das bei denen nicht ankommt. Da will ich auch nicht nochmal aufholen. Das möchte ich auch nicht mehr aufholen. Nee, und ich bin halt ganz ehrlich. Das Thema ist von unserer Seite auch durch. Ich bin halt ganz ehrlich zu euch, ne? Ich würde Louis mit offenen Armen wieder im Kreise meiner Liebsten empfangen, wenn er einfach zugesteht, dass das damals scheiße von ihm war. Wenn er einfach sagen würde, ey Jose, das war damals Kacke, dann hätte ich da kein Problem mehr mit und das Thema wäre einfach durch. Ja? Aber dazu ist sich Louis einfach zu stolz. Nein, das wird niemals kann passieren. Er nicht. Louis hat sich noch nie einen Fehler eingestanden. Siehst du? Das ist das Problem. Und das habe ich bei anderen Leuten ja auch mal mitgekriegt, was er da verzapft hat. Aber bei mir dachte ich, ist so eine Grenze, weißt du, für Louis. Weil wir Freunde sind und sehr, sehr lange. Und ich habe ihn sehr, sehr lange Bruder genannt. Ja? Und darum hat mich das umso mehr verletzt damals. Und das Einzige, was ich wollen würde, ist, dass er sich den Fehler eingesteht, sagt, hey, das war scheiße damals, Ende der Geschichte. Wie kam das Thema denn eigentlich gerade wieder auf? Das ist doch ein komplett alter Hut. Ja, keine Ahnung, weil Louis da irgendwie ausgerastet ist gerade.
Hast du das angefangen gerade oder Louis das Thema? Nein, gemacht? Louis hat das angefangen. Nee, das Louis hat das angefangen. Das scheint für ihn wohl immer noch nicht gegessen zu sein, ne? Ja, ich sag dir halt, wie es ist, ne? Also, wie gesagt, ich würde ihn als offenen Arm wieder als Bruder empfangen, wenn er halt einfach zugesteht, dass das damals scheiße war. Wird er nicht. Wird er nicht, das ist das Problem. Es würde ja schon reichen, wenn er sich eingesteht, dass er es halt einfach falsch ausgedrückt hat den Jungs gegenüber. Okay, und was ist, wenn er wirklich einfach denkt, er hätte das anders gesagt und deswegen diesen Standpunkt vertritt, weil er gar nicht weiß, dass er es anders gesagt hat? Dann ist es Louis. Ja, halt das ist Louis. Also ich meine, so ausgedrückt. Kennt ihr nicht? Ich weiß nicht, ob er das böse meinte. Ja, aber kennt ihr nicht die folgende Situation? Du lebst in einer Partnerschaft und du hast irgendwo etwas hingelegt und du bist dir sicher, dass du es da hingelegt hast. Und du machst dem anderen mega den Vorwurf und sagst, wo hast du das hingeräumt? Ich habe das genau da hingelegt. Und dann sagt der andere, ich habe das nicht weggenommen. Und du sagst, du musst das weggenommen haben und so weiter. Und dann irgendwann fällt dir auf, das liegt da gar nicht, aber du kannst dir gar nicht erklären, wo das woanders hingekommen ist, weil du dir eigentlich sicher bist, dass du es da hingelegt hast. So, ne? Aber es ist da halt nicht. Das heißt, irgendwie hätte irgendwie keiner recht. Weil der eine ist sich sicher, aber der andere ist sich sicher, dass es anders ist. Aber man ist sich halt einfach sicher, weil irgendeiner irgendwas falsch sieht und man kommt irgendwie nicht auf den grünen Nenner. Ja, aber das kannst du, glaube ich, nicht so richtig vergleichen in dem Moment. Ich weiß es nicht. Also das kannst du schon irgendwie vergleichen, weißt du, nur dass halt bei dem Thema 20 Leute daneben standen, als Louis den Schlüssel ins Brustfach im Kühlschrank gelegt hat und er immer noch darauf beharrt, nein, ich habe den Schlüssel nicht ins Brustfach gelegt, weißt du? Jetzt bin ich kopfmäßig raus. Naja, das was du gerade sagtest, wenn man Sachen irgendwo hinlegt und sich sicher ist, man hat die da hingelegt und in Wirklichkeit hat man die Geistesabwesen irgendwo anders hingelegt, beispielsweise den Autoschlüssel ins Brustfach in den Kühlschrank. Ja. Ne? Dann gesteht man sich da selber nicht ein, dass man den Schlüssel ins Wurstfach in den Kühlschrank gelegt hat. Wenn aber gerade 20 Gäste da waren zu Hause und gesehen haben, dass du den Schlüssel ins Wurstfach gelegt hast und die dir sagen, ey, du hast den Schlüssel ins Wurstfach gelegt und du selber weiterhin darauf beharrst, nein, ich hab den Schlüssel nicht ins Wurstfach gelegt, dann ist doch irgendwas nicht richtig. Sieh, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Das macht Sinn. Du hast ein Wurstfach im Kühlschrank. Klar, wofür benutzt du das Fach unten drin? Das ist eigentlich ein Gemüsefach. Nein, das ist ein Wurstfach. Hey, das ist ein Wurstfach. Wer hat denn ein Gemüsefach? Oh Mann. Unten gibt's zwei Fächer im Kühlschrank und in beiden kommt Wurst rein. Mein Fach unten ist kaputt. Ich hab da gar kein Fach. Ich hab da Apfelmusgläser stehen. Gute Nacht. Mach's gut. Tschüss. Komm sofort nach. Gib mir 5 Minuten. Wir müssen das Wurstfach-Thema ausdiskutieren. Oh, ich hab noch Eier auf dem Herd. Oh, cool. Bis morgen. Ryan, warte. Was machen wir mit Louis? Willst du den noch anrufen? Was sollen wir da machen? Ja, ruf den mal an. Der wird jetzt safe an dem Meeting Point sein. Ja, der kann sich jetzt erstmal beruhigen und morgen reden wir darüber. Du kennst doch Louis. Sieh, aber... Ja. Was willst du jetzt machen? Willst du das Thema jetzt, heute hochkochen? Nein, aber das... Man ja, aber du weißt, dass das hochkochen... Nein. Das Ding ist, um das eigentliche Thema oder wieso wir überhaupt hier gewesen sind oder bezüglich dem, was ich zu Louis gesagt habe, wird es überhaupt nicht mehr gehen. Wenn ich Louis jetzt anrufe, dann ist das nur ein Aber Jose, aber die Crusader, aber Jose, aber die Crusader und es gibt ein riesen explosionsartiges Feuerwerk bezüglich der Crusader. Wenn man da eine Nacht drüber schläft, dann können sich die Gemüter runterfahren, dann kann man morgen ganz in Ruhe darüber sprechen. Okay. Aber warum soll das denn ein riesen Feuerwerk geben? Weil, mal ganz ehrlich, wir sind doch nicht diejenigen, die das Ding angesprochen haben. Nee, das kam jetzt ganz allein aus seinem. Aber er ist jetzt sauer, das war sein Aufhängethema, das ist das Thema, weswegen er gegangen ist. Das heißt, das wird das Thema sein, was gleich explodiert. Ich finde, wir sollten Jones Rat beherzigen. Der wer? Einfach mal öfter den Namen nehmen. Gemüse. Auf keinen Fall. Nimm mich in den Arm. Auf keinen Fall. Nimm mich in den Arm. Auch im Leben nicht. Komm schon, nimm mich in den Arm. Wir sind bei uns. Nein, auf keinen Fall. Komm schon. Nein. Alessio, so schwierig ist das nicht. Wir überzeugen ihn davon.
Ja, komm, Ryan. Alessio, guck, wir nehmen uns auch einmal in den Arm. Gib dir einen Ruck, komm. Guck, hier, Alessio und ich haben uns in den Arm genommen. Bist du? Wenn du es irgendwem erzählst, schmeiß ich dich vom Dach. Niemals, guck. Das war befreiend, oder? Nein, das war... Doch, schon. Merkwürdig. Okay, mich in den Arm. Komm, Leo, ich nehme dich in den Arm. Sieh, komm. Hallo, Raffi? Ja, wir sind aber fertig, Louis ist wütend gegangen. Weil, darum, Wurstfach. Ja. Okay. Nee, tschüss. Okay, ich bin mal weg, tschüss. Tschö. Alles klar, rein. Ja, ich mach mich dann auch auf. So. Mach's gut, Leo. Ey, war ein interessanter Abend. Tschüss. Ja, sieh, war tatsächlich sehr interessant. Ja. Gut, ich werde mal die Scherben aufsammeln und wieder zusammenkleben. Du willst jetzt echt noch mit Louis reden? Ja, der hat mir gerade schon ein SMS geschrieben. Was steht drin? Ja, was machst du noch? Hat der bestimmt, der will bestimmt ein bisschen die Frust von die Seele reden. Geh du den Frust von der Seele ja, reden. Einer muss es ja machen, ne? Sonst wären wir schon seit 2 Jahren nur zu zweit, ne? Ich verstehe nicht, wenn du doch einfach ein Wichser bist, dann gesteh dir doch einfach ein Wichser zu sein. Ja, sieh... Aber du, so ist Louis halt. Du weißt, wie er ist. Jeder weiß, wie er ist. Er selber will aber immer so der coole Boy sein. Ja, der nur, hat irgendwie das nicht, aber... Guck mal, das Ding ist, Alessio, ich stand lange Zeit zwischen Licht und Schatten. Sieh. Wir hatten das Thema sehr, sehr lange und sehr, sehr ausgiebig. Und irgendwann kommt halt einfach der Moment, da musst du dir eingestehen, dass du der Mensch bist, den du nun mal bist. Und... Ja, vielleicht versuche ich mein Gewissen ein bisschen damit auszugleichen, dass ich irgendwelchen Dullis helfe. Mag sein. Aber am Ende des Tages weiß ich ganz genau, dass ich kein guter Mensch bin. Ich weiß, dass ich auf Leute scheiße und ich weiß, dass ich auch Leute von oben herab behandle. Ja, so bin ich. Und irgendwann fliegt mir das vielleicht mal um die Ohren. Irgendwann gerate auch ich vielleicht mal an den Falschen. Aber weißt du, was das Gute ist? Dann habe ich immer noch euch und wir nehmen den Falschen auseinander. Sieh. Ich muss nicht so tun, als wäre ich ein besserer Mensch, als ich bin. Und ich weiß nicht, was Louis sich da selber einreden möchte. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Also am Ende des Tages wissen wir, glaube ich, alle, wo wir stehen, was wir machen, wer wir sind. Und jeder hat so sein Päckchen zu tragen und jeder macht vielleicht ein paar Sachen für sein eigenes Gewissen. Der eine macht dies, der andere macht das. Aber am Ende des Tages, keine Ahnung. Ist das halt okay? Ich komme damit auch klar. Ich habe mir das ja ausgesucht, ne? Naja. Von daher. Ich finde es auch nicht so schlimm, ne? Geld, Macht. Gibt schlimmere Sachen, sage ich mal, ne? Gibt deutlich schlimmere Sachen. Sieh. Okay. Ich gehe ins Penthouse und mach Questtime mit meiner Frau. Ah, sieh. Ich hole 3 Packungen Uhr und klebe. Alles klar. Irgendwann müssen wir mal tauschen, ne? Du machst Questtime mit meiner Frau und ich klebe? No, nicht mit deiner Frau, aber ich, also du klebst. Ich meine, ich könnte auch nach Hause fahren, aber das ist weit. Sieh. Falls du bei mir am Haus vorbeikommst, ne? Kannst du kurz klingeln und ihr sagen, dass ich sie vermisse? Wenn ich durch Zufall dran vorbeikomme, mache ich das. Super, danke. Smoochie Sanji, danke für 41 Monate. Devil Doctor, 25, dankeschön. Ashton Blackster, danke für 29. Kurovidas, dankeschön für 5 Euro. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön Niklas für 27 Monate. Der Rudi, danke für 9 Monate. Kein Name, 20 Euro, dankeschön. Vielen lieben Dank Florian für 5 Euro. Vielen lieben Dank Unaika für 2 Monate. Tobi, danke für deinen verschenkten Sub. Merrick, danke für 7 Euro. Vielen, 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 vielen. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Ja, Leute. Das war ein lustiger Tag heute, oder? Also, EP-mäßig fand ich schon witzig, dass das Ganze so am Ende eskaliert. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Aber gut. Ist wie ist. Schauen wir, wie es morgen weitergeht. Schauen wir, was da morgen draus wird. Morgen geht's weiter. Ich weiß noch nicht genau wann. Ich glaube, wir starten morgen um Uhr. Ja,
mal was anderes. Heute haben wir ja um Uhr angefangen. Das heißt, morgen werden wir das ein bisschen verschieben und werden um Uhr anfangen, auf jeden Fall. Check Twitter, Discord, Instagram, überall seht ihr, wann es losgeht. Chat. Zu heute, es war nicht nur ein nicer Stream, sondern es war auch noch dieser andere Support von euch. Und dafür, und das möchte ich einfach nochmal sagen, ganz, ganz großes Dankeschön meinerseits an euch. Vielen herzlichen Dank. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Und das ist, es ist sowieso ein Privileg für mich und eine große Ehre, hier sein zu dürfen und das hier in dem Ausmaße mit euch, für euch tun zu dürfen. Und ihr legt einfach noch derart einen drauf und holy fuck, einfach ein riesen Dankeschön für euren ganzen Support. Danke auch an alle anderen einfach fürs Dasein, fürs Mitlurken, fürs einfach nur dabei sein, Stream anhaben, mit euch meinen Content reinziehen. Ja, jeder Einzelne macht das Ganze hier irgendwie möglich und zu dem, was es hier ist. Und deswegen halt einfach fucking Danke an jeden Einzelnen. Egal ob Donator, Sub, nicht Donator. Es ist einfach krass und es ist jeden Tag aufs Neue für mich krass und darüber freue ich mich. Chat, wir sehen uns morgen in aller Frische. Um Uhr geht's los. Denkt dran, wir treffen uns pünktlich. Like a cat.